NBA 2K21, das ultimative Superturnier, fängt jetzt an mit den vier Besten von Rocket Beans TV. Einer sitzt an meiner Seite, er wird alles zerstören, hat er gerade schon gesagt, wird er gleich nochmal sagen, nach diesem Bumper. Ja, da sind wir auch schon. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist hier das ultimative Superturnier für NBA 2K21. Liest du das gerade ab? Ja, es ist ein langer Name, es ist ein langer Name. Die Superlative hast du gerade abgelesen. Es ist das neue NBA 2K, das muss man ja schon mal dazu sagen. Und wir haben wirklich hier lange recherchiert in der Redaktion, wer ist der Beste oder wer behauptet am ehesten, dass er der Beste ist. Das. Du behauptest es, Chiara behauptet es auch. Kuro von Game 2 sagt auch, er ist der Allergeilste. Und dann haben wir auch noch Nico Backspin. Den wollte ich jetzt dir überlassen. Ja, der behauptet es auch. Der sagt auch auf jeden Fall, dass keiner eine Chance hat gegen ihn. Deswegen, das mag ich immer so, diese krasse Fallhöhe für alle. Alle werden sich schämen nach diesen zwei Stunden. Was glaubst du? Was erwartet uns heute? Ja, uns erwarten auf jeden Fall, glaube ich, enge Spiele. Man kann nicht so genau einschätzen, wie gut wirklich jeder ist. Jeder macht hier so ein bisschen Säbelrasseln. Ich weiß tatsächlich, dass Kuro natürlich ein großer Fan dieser Reihe ist und die schon sehr, sehr lange über Jahre spielt. Aber es tut auch, er so ganz klein. Ja, ja, ne? Eben war er noch richtig. Das ist immer ein Zeichen von Überlegenheit, wenn einer nicht will, dass man diese Überlegenheit ihm attestiert. Aber also, den muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Bei Chiara weiß ich es nicht. Sie spielt das wohl privat auch gerne. Und wer Chiara kennt, weiß natürlich, dass man immer mit ihr rechnen muss. Und dann ist da noch Nico. Der ist sicherlich Basketball-Fan. Aber nur wenn man Fan ist, ist man ja nicht automatisch auch gleich schon gut in dem Spiel. Mhm. Aber da bin ich mal gespannt, ob die Affinität zum Basketball dann sich auch auf dem virtuellen Feld widerspiegelt. Und dann natürlich ich. Und das muss. Du hast auch gesagt, dass du im Real Life auch der Beste in dieser Runde wärst, falls das irgendwas zu sagen hat. Da haben die anderen gesagt, das stimmt ja gar nicht. Naja, also das ist auch albern. Ich möchte über sowas. Also, weißt du, es ist ja so ein bisschen so, ich stapel ja gerne hoch, wenn ich weiß, dass es gelogen ist. Aber in dem Moment, wo ich wirklich der Beste bin, dann sage ich das nicht so gerne, weil dann ist es auch immer so ein bisschen unangenehm. Hm. In dem Fall möchte ich eigentlich gar nicht darüber reden, weil. Das wäre dann angeben. Wollen wir kurz die Spieler darauf reagieren lassen? Was fühlt sich jemand angegriffen oder herausgefordert? Also, meine Taktik wäre einfach, Eddie gegen beide Knie zu treten und dann. Ja. Ist auch die einzige Chance, wieder eine Chance hat. Was ist mit deinen Knien? Warum ist das dein Achilles-Knie? Ja, ich weiß nicht, ob du ein bisschen was vom Basketball weißt, aber wenn man nicht mehr hüpfen kann oder laufen kann, ist es auf jeden Fall ein Nachteil. Ich weiß übrigens wirklich gar nichts von Basketball. Ja, das haben wir uns als Gag so überlegt, dass es voll lustig ist, wenn ich hier sitze. Aber ich habe immer einen Experten an meiner Seite, der alles versteht, was man so mit Danken und so. Ne? Okay. Also vielleicht ganz kurz zum Modus. Wir werden zwei Vorrundenspiele, quasi zwei Halbfinale spielen, ein Spiel um den dritten Platz und ein Finale. Und in der ersten Partie sehen wir schon ein sehr spannendes Matchup, nämlich Chiara gegen Kuro. Mhm. Im zweiten Matchup sehen wir dann. Mich gegen Nico. Gegen Nico, der Esel nennt sich immer zuerst. Und dann gibt's das Spiel um Platz 3 und das Finale. Genau. Rucki zucki geht das voran. Und ich bin sehr gespannt. Wir starten jetzt das allererste Spiel. Chiara versus Kuro. Und ich glaube, das wird ein Blutvergießen. Ich freue mich sehr darauf. Old State. Ja, die Pads sind in den Händen und ab geht das. So, ich bin schon mal gespannt jetzt hier auf die Teamauswahl. Beide spielen im Karrieremodus wohl die New York Knicks. Okay. Oh, wir sehen die Warriors gegen die Pacers, sehe ich das, die Trailblazers, sehe ich das richtig? Aha. Das ist die Teamwahl. Ich weiß jetzt noch nicht, wer wen hat, aber das werden wir jetzt vermutlich gleich sehen. Habt ihr, was? Alles gut, wir freuen uns. Wir sind Profis. Ja. Wer ist wer? Ich bin Golden State. Habt ihr die selber ausgewählt, die Teams? Ja. Ja. Okay, also Chiara ist die Gelbe. Wenn im Zug los ist oder so. Ja, das können wir überspringen, ne? Ja, drückt das mal weg hier, genau. So, jetzt sehen wir hier die Starting Five der beiden Teams. Okay, jetzt sind sie weg. Keine Chance. Aber das sind natürlich zwei Supermannschaften, sehen wir hier. Okay, also Chiara ist aber weiß, ne? Chiara ist weiß? Chiara ist Golden State, ne? Ja. Okay. Chiara ist weiß und dann sehen wir hier Kuro in Schwarz. Oh, da geht schon einer rein. Okay, verstehen. Da steht's auch schon 2-0. Beim Basketball gibt's ja ziemlich viele Körbe, ne? Das heißt jetzt noch nichts.
Doch, das Spiel ist im Prinzip entschieden hier. Eine 2-0-Führung hat noch nie einer aufgeholt. Oh, hier, da sehen wir schon viel Getribbel. Und Steph Curry, da wird sie natürlich versuchen, sie macht hier den Layup. 2-2. Steph Curry natürlich der beste Dreierschütze, wenn man so will, in der NBA. Ja, den habe ich auch schon mal gehört, den Namen. Ja, wahrscheinlich bei Currysoße, wenn du dir irgendwo eine Wurst reingepfiffen hast. Aber machen wir uns nichts vor, du hast in deinem Leben noch nie ein Basketballspiel gesehen. Und da sehen wir ja auch schon wieder einen Treffer von Kuro. Das war jetzt ein Dreier, oder? Nee. Dann würde es ja nicht 4-2 stehen. Das war Absicht, der Witz. Aber hier, und das war extrem gut verteidigt. Hier sehen wir einen Block sogar. Und der Pass draußen und Layup und noch and one. Also noch das Foul gezogen. Hier gibt es sogar noch einen Freiwurf hinterher, die Chance hier 3 Punkte zu machen für Kuro. Da sieht man aber, das war schon richtig gut. Das war schon richtig gut, das ist kaum noch aufzuholen. Ein weniger talentierter Spieler wäre alleine vielleicht gegangen, aber er hat ja den freien Mann am linken Flügel gesehen und noch mal rübergepasst. 7-2, jetzt schon 5 Punkte Führung. Ich muss aber auch sagen, die Weißen sehen kleiner aus. Kommen nicht so gut an den Korb. Ja gut, und wieder der Layup von Curry unterm Korb. Gefährlich natürlich mit Curry da so unterm Korb. Ne? Ist ja nicht der Größte, aber sehr wendig. Okay. Bislang macht Kiara das Gute mit Steph Curry. Aber seine Stärken sind natürlich eher außerhalb der Zone. Aha. Aber hier sehen wir jetzt, zwar ganz gut verteidigt, aber das hat natürlich nicht gereicht. 9-4. Da muss man besser wegfischen den Ball, ne? Hier sehen wir jetzt eine Zonenverteidigung eingestellt von Kuro. Gucken, was er damit erreichen will. Will hier offensichtlich verhindern, dass zum Korb gezogen wird. Und Kiara nutzt auch die Chance, schießt von draußen, trifft aber nicht. Bist du schon beeindruckt, Eddie? Also sind die sehr gut? Ja, also okay. Ich finde, man sieht bei Kuro jetzt auch hier an dem Dreier, dass er schon weiß, was er da tut. Nicht völlig wahllos. So, ne? Ist nicht komplett random, was ich da sehe. Okay. Aber das war mir auch von vornherein klar. Er ist ja auch Privat-NBA-Fan und Basketball-Fan. Das heißt, er weiß auch, wie die Spielzüge gehen, wie die Spieler sich verhalten und so. Das hilft bei dem Spiel auf jeden Fall. Man sagt ja so ein bisschen, NBA 2K ist so ein bisschen wie früher Pro Evo war beim Fußball. Also easy to learn, hard to master. Mhm. Der ging daneben. Wirklich unglaublich viele kleine Kniffe, wie man dieses Spiel beherrschen kann. Du kannst natürlich einfach nur passen und schießen. Da kannst du auch schon was mit reißen. Aber du kannst noch sehr viel mehr machen. Es gibt eigentlich fast jeden Move, den es im echten Basketball gibt, in irgendeiner Form auch im Spiel. Aber wir sehen hier schon. Aber jetzt mal ganz doof. Wie er rasiert von der Dreierlinie ist schon ein bisschen. Ja, das scheint echt, ehrlich. Ja. Aber muss man zielen? Also wenn man jetzt. Du musst timen. Du musst. Es gibt verschiedene Arten zu werfen. Also du kannst mit dem rechten Analogstick schießen oder auch einfach mit der Viereck oder Y-Taste auf dem Xbox-Pad. Und du musst natürlich, also es gibt verschiedene Faktoren, die den Schuss beeinflussen. Zum einen natürlich der Gegenspieler, die Verteidigung, die Distanz, wie du stehst. Du siehst dann immer diesen Balken, was hat der eigentlich wo dieser Zeiger so einen kleinen gelben Bereich treffen muss. Den musst du halt treffen. Und wir sehen, dass Kuro den ganz gut trifft. Aber es ist auch die Statistik des Spielers, ne? Wenn der jetzt ein guter Werfer ist oder genau, whatever, dann ist das auch, dann geht dieser Balken halt langsamer. Ah ja. Ja, das macht es dann also leichter zu treffen. Also wenn du mit Steph Curry zum Beispiel 3 schießt, kannst du selber einfach einstellen, wo der Balken hin soll. Ja, jetzt macht er sich frei hier, nimmt einen guten Schuss, also einen schweren Schuss meine ich, aber macht den gut rein, Chiara. Mhm. Bislang, glaube ich, 4 Körbe von Curry, wenn ich das gesehen habe. Wenn ich es richtig gesehen habe. Hat Kiara denn auch so einen Superstar-Dude in ihrer Mannschaft? Ja, Steph Curry, würde ich sagen, ist da der Superstar. Ach so. Nutzt aber seine Stärken noch nicht so. Sie sollte vielleicht mehr von außen schießen. Ja, das will ich ja. Ich weiß nicht. Dann meinte ich Kuro, Entschuldigung. Hat der noch einen Pick and Roll. So einen Typen, den man kennt in seiner Mannschaft, der jetzt quasi die Punkte rausholt? McCollum ist auf jeden Fall auch. Also, das NBA-Spiel hat sich ja generell so ein bisschen geändert in den letzten 20 Jahren, wo früher die Center und die Power Forwards sozusagen dominant waren, sind es jetzt die Point Guards und die Shooting Guards, beziehungsweise es geht eigentlich alles ums Dreierschießen, was einfach auch statistisch gesehen natürlich mehr Sinn macht, weil
wenn du, sagen wir, innerhalb der Zone, also innerhalb der Dreier, innerhalb des Halbkreises des Halbkreises, ja. Innerhalb der Dreierzone, sagen wir, eine Chance hast von, keine Ahnung, 30% und kriegst 2 Punkte, aber außerhalb hast du 28% und kriegst 3 Punkte, dann macht es natürlich mehr Sinn, von außerhalb zu schießen. Ja. Die lagen mich nicht auf die Zahlen fest, das ist einfach nur, es geht ums Prinzip. Also sehen wir schon wieder hier so ein. Ist natürlich crazy weniger Move spektakulär. Ich kenne das noch so, dass dann die Scheibe platzt und der Typ da an dem Ring rumturnt. Das war NBA Jam, ja. Ach so. Das ist quasi eine Simulation. Das hier ist ja Quatsch im Vergleich zu NBA Jam. Aber also, wow. Es hat sich halt einfach zum, das Spiel hat sich halt einfach dahingehend entwickelt, dass viele Leute gut Dreier schießen können und auch die ganzen Spielzüge sind immer darauf mittlerweile spezialisiert, dass man den guten Schützen die Möglichkeit gibt zu schießen draußen. Und da ist Steph Curry natürlich einer der Besten. Also dadurch ist die Leute auch tatsächlich im realen Leben kleiner, weil früher war ja quasi dann, wenn das Spiel dann eher kurz vom Korb war, dann ne, also Größe zählt ja nicht mehr so außerhalb des Rings. Ja doch, du brauchst natürlich zum Verteidigen, zum Rebounden und so, brauchst du natürlich schon groß. Und ich meine, das Ding ist halt, dass mittlerweile auch die großen Spieler schießen können. Ne? Das, du siehst so Leute wie Porzingis von Dallas oder so. Der ist, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, 2 Meter, Kuro weiß es bestimmt, 2,15 Meter oder was weiß ich, und schießt trotzdem die Dreier rein. Also das, oder LeBron ist ja auch riesig und kann super schießen. Also das ist nicht mehr so ganz wie früher, dass die Center oder die Power Forwards oder so, dass die alle nicht mehr schießen können. Das hat sich auf jeden Fall auch einfach geändert. Aber ist das jetzt schon Rückstand, der nur noch schwer? Also erstes Viertel, 9 Punkte ist gar nichts. Okay. Da kann sich noch keiner sicher fühlen, das geht ganz schnell. Jetzt hier auch schön noch ein Buzzerbeater hinterher, jetzt sind sogar nur noch 7 Punkte. Und dann gucken wir mal gleich, wer im zweiten Viertel im Ballbesitz ist. Und dann kannst du hier schon rankommen, ja. Da sehen wir nochmal hier diesen Wahnsinnsblock. Aber 7 Punkte, ich muss sagen, ist auch gute Leistung von Chiara. Jetzt hier Mannschaftsbesprechung oder was? Ja, hier, Damian Lillard, das war natürlich der MVP letzte Saison. Erstes Viertel. Das ist der Superstar, der bei den Toronto Raptors natürlich war und jetzt zu den Trailblazers gewechselt ist. Alter, passt man. Ja, wieso hab ich den? Aber wir haben ihn noch nicht so viel in Action, glaube ich, gesehen. Ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass ich den Ball habe. Ah, schön, wie die alle so schön glänzen, die Arme und so. Schöner Glanz, schöner Schweißeffekt. Gefällt mir. So als Grafikliebhaber. So, jetzt sind es nur noch 7 Punkte. Naja, wieder 7 Punkte. Ja, der Spielzug gecallt. Ich habe das früher auf dem Schulhof nie begriffen mit diesem, du darfst nicht mehr als einen Schritt gehen, wenn du den Ball in der Hand hast oder so. Das habe ich immer falsch gemacht. Oh, sehr gut. 2 Schritte. Okay, da muss ich einmal springen. Ja, Chiara macht das echt gut. Also ich muss sagen, ich bin hier schon ein bisschen beeindruckt, wie gut die beiden sind. Aber defensiv ist einfach auch schwieriger, ne? Also jemandem jetzt mit dem Ball abnehmen oder den Ball zu verhindern, ist es schwieriger zu timen, oder? Was früher meistens jedenfalls. Ja, es ist generell nicht so einfach bei NBA 2K. Ich glaube, Post-Moves habe ich gar nicht dran. Hier siehst du zum Beispiel sehr gut, nicht jetzt hier der Block nochmal, ich weiß nicht, warum wir den jetzt wieder sehen, aber du siehst sehr gut, du musst es natürlich dem Angreifer so schwer wie möglich machen. Du kannst beim Basketball einfach nicht alles verhindern, ja, aber du musst es so schwer wie möglich machen, sodass du sozusagen dem gegnerischen Team, das gegnerische Team muss um jeden Schuss kämpfen. Und das macht sich dann in der Summe nach 4 Vierteln halt eben bemerkbar. Ja. Deshalb ist es eben auch immer gut, deshalb sagt man ja auch, Offense wins games und Defense wins championships. Oh, scheiße, falscher Knopf. Also du kannst, es gibt so viele, oh, guck mal hier. Das war jetzt irgendwie. Da hätte sie auch mal reinstopfen können, aber. Respekt. Oh Gott. Ja, jetzt wird es echt nochmal eng. Jetzt wird es ja doch nochmal spannend. Ja, aber krass, wie du dich zurückgekämpft hast. Das finde ich sehr gut. Da hier wird auch immer. Wir sehen zum Beispiel, der Kuro geht rein, Dreier. Aber auch sehr gut, wie er immer sich einen Block stellen lässt. Ja, also den hat er angefordert. Ein Block heißt, dass ein zweiter Spieler kommt und den Gegenspieler blockiert. Und du kannst dann an dem vorbeigehen. Da war es wieder zu sehen. Ja. Ja. Das ist ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man macht im Basketball, um
eben. Wieso geht der rein? Ich habe keine Ahnung. Dich frei zu spielen sozusagen, weil du darfst dich dem Gegner in den Weg stellen, wenn du rechtzeitig die Blockposition eingenommen hast. Das ist also kein Foul. Ja. Wenn man das Timing raus hat. Und. Hab ich immer noch nicht raus. Das reicht dann eben manchmal, um einen Schritt wegzukommen vom Gegner. Und bei dem Niveau, auf dem die NBA-Player sind, ist halt ein Schritt ein freier Wurf. Ja. Aber ist das ist realistisch, wie oft die hier treffen, ne? Also die Trefferquote ist ja quasi fast bei 80% oder 90%, wenn die mal werfen, so. Ja, ist jetzt hier vielleicht ein bisschen besser. Also 75% Field Goal ist schon, würde ich sagen, ein bisschen über der Norm, aber... Ja, schon heftig. Aber die sind halt auch einfach sehr gut. Guck mal hier, so ein Ding musst du halt auch erstmal machen. Also das ist schon... Das ist schon ganz cool, was Chiara hier abliefert. Wir sehen hier wirklich einen Kopf-an-Kopf-Rennen. 30-27. Ich würde sagen, Nico und ich müssen uns warm anziehen. Mhm. Wir wissen ja jetzt schon, dass wir auf einen der beiden im Finale treffen. Ja. Der fällt man spielt sie ja auch erst warm und jede Version ist ja jedes Jahr auch neu. So, ne? Also ich weiß nicht, was jetzt die Neuerungen zu der letzten NBA 2K-Version sind. Ja, kann ich dir jetzt im Einzelnen auch nicht sagen. Natürlich immer die neuen Roster, also die neuen Team-Updates. Also was mir aufgefallen ist, dass die Kommentatoren zum Beispiel schon über Corona reden. Und hier, schön abgefangen. Echt? Ja, ja. Okay. Also ich habe auch im Zuge der Vorbereitung ein bisschen den neuen Teil gespielt und dann auch so, da wurde dann auch über die Bubble und Corona geredet von den Kommentatoren. Da habe ich auch gedacht, so, ach krass, guck mal, wie aktuell die das eben schon alles... Okay. Interessiert das Publikum hier aber nicht, ne? Der hat ja keiner was. Nee, das... eigentlich wäre es realistisch gewesen, wenn sie das so wie in der NBA jetzt machen, da mit diesen riesen Screens und so. Die hatten ja so riesen Videoscreens aufgestellt. Von Publikum oder was? Ja, aber... naja, es gibt im Prinzip keinen Grund, virtuelles Publikum nicht ins Stadion zu lassen. Ah, es ist echt schlau, dass du den immer freikriegst. So, Timeout von Chiara. Ja, vielleicht ein bisschen einfach mal Kuro. Das ist auch natürlich immer Basketball. Ist auch immer viel. Ein Timeout ist einfach eine Auszeit. Ja, natürlich auch wichtig für die Werbung. Ja. Aber es ist vor allen Dingen auch, um den, um das Team, das gegnerische Team auch mal aus dem Rhythmus zu bringen. Oder wenn der Trainer halt Taktikänderungen. Ja, was sieht, was ihm halt überhaupt nicht gefällt, dann. Dass er das kurz anspricht. Ja, da sehen wir hier, dieses Give and Go ist natürlich schon richtig gut. Da zieht sie das Foul. Also das ist, richtig Oldschool-Basketball. Da sehen wir Carmelo Anthony, auch noch so ein richtiger alter Superstar. Also der ist halt schon ewig dabei. Ach, das ist jetzt hier Elfmeter quasi? Ja, genau. Das ist im Prinzip Elfmeter. Das ist immer auch ein Freiwurf. Wenn du gefoult wirst bei einer Korbaktion, kriegst du 2 Freiwürfe. Wenn die Korbaktion aber noch zum Korberfolg führt, kriegst du nur noch einen extra. Da sagt man noch and one, also und einen Freiwurf. So kannst du zum Beispiel, wenn du zum Korb ziehst, mit einem Korbleger, wirst gefoult, machst ihn aber rein, kannst du 3 Punkte quasi machen. Und hier sehen wir wieder das Give and Go. Toll gespielt von Chiara. Und der Dreier reingenagelt. Völlig frei. Steph Curry. Das war richtig gut. Block gestellt. Ja. Dann abgerollt. Pass gekriegt. Reingenagelt. Das ist Lehrbuch-Basketball, was Chiara hier anbietet. Hier sehen wir Mello. War mal einer meiner Lieblingsspieler. Und da war er auch frei. Hat den Pass nicht direkt gekriegt und verzögert das Spiel. Sehr realistische Abbildung von Carmelo Anthony mittlerweile, muss man sagen. Ja. Ist nichts mehr mit Speed und so. Ach, wow. Und wieder wow. Curry komplett frei. Ah, oh, und der geht rein. Chiara geht in Führung. Was ist hier los? 37-35. Das war ein ziemlich krass weiter Pass. Ich glaube, 90% der Körbe sind von Steph Curry gemacht. Ist er nicht so gut. Also, den kriegen sie nicht in den Griff. Und der Steal von Curry auch. Wow. Und wird das alleine machen? Nein, da ist der Pass. Wow. Und da geht Thompson, macht den Korbleger rein. Und Das war der gedreht. Fast Break. Ja. Wahnsinn. Und es ist ja hier auch ein Heimspiel. Also das Publikum rastet hier völlig aus. Mhm. Wahnsinn. Aber verteidigt auch gut. Hier wird gerade gedoppelt. Von hinten wird der Steal gemacht. Und McCollum mit dem Dreier. Aber what? Und jetzt hier den. Bisschen wackelig, aber 38, 39. Eieiei, scheiße, sind die gut. Ey, ich mach mir gerade ein bisschen Sorgen. Kann ich nicht einfach nur kommentieren? Besser wär's. Aber dank meiner Dummheit lernt man hier noch was über Basketball. Ich finde das gerade ganz geil. Ich werde abgeschlachtet. Okay, neues Minimalziel. Ich passe meine Ziele an. Hauptsache, ich schlag Nico. Okay. Aber vielleicht ist er ja auch voll krass gut. Nee, also, komm, also. Nee, glaubst du, lass, der auf keinen Fall, sagst du. Soll man die Kirche im Dorf lassen, okay. Ne? Also, ganz ehrlich. Das würde ich echt auch nicht akzeptieren. Eddie, wollen wir wetten? Das Lachen war gerade siegessicher, fand ich auch. Das war. Wir wetten nicht. Aber Eddie, du bist doch immer so siegessicher in allem, was du machst.
Ja, ja, jetzt sei doch mal ruhig da. Ich bin einfach nur Opfer. Ich habe mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun. Was dir lieber, dass du heute gewinnst oder Werder Bremen gegen die Eintracht nächste am Wochenende? Ich nehme den Werder Bremen Eintracht-Sieg. Kannst gewinnen heute. Okay. Aber was ist denn, wenn du beides verlierst? Es wäre nicht so eine geile Woche dann. Ja. Oh, ist das knapp. Wie so ein bisschen Lied. Halbzeit. Ich muss mal sagen, Leute, das macht richtig Spaß, euch zuzugucken. Dankeschön. Ich leide gerade ein bisschen. Ja, aber es ist super ausgeglichen. Aber es ist das positive Leiden. Ja, aber es ist. Wir machen ein richtig spannendes Spiel. Ich merke richtig, wie du dich da reingebissen hast. Die ersten paar Minuten sahst du aus, als ob du nicht wusstest, was du machst. Und jetzt? Ist ja auch so. Ich weiß teilweise immer noch nicht, was ich mache. Nein, das stimmt. Oh. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Das ist ein bisschen jetzt wie diese Schüler früher, die immer gesagt haben, so, ich weiß auch nicht, warum ich immer 2 und 1 kriege. Ich habe wirklich gar nichts. Genau so ist das nämlich. Warst du früher so? Ich war richtig schlecht. Nein. Ich habe nicht gelernt. Die gesagt haben, ich habe überhaupt nicht gelernt und konnten alles auswendig. Ja, genau. So richtig unangenehm. Hast du gelernt? Nee, ich habe auch nicht gelernt. Also ich habe diese 400 Seiten gelesen, aber sonst habe ich nichts gelesen. Oh, das war Shaquille O'Neal. Ja, genau. Den kenne ich. Ja. Michael Jordan vielleicht auch noch da? Nee, Michael Jordan. Space Jam kennst du die wahrscheinlich. So, komm, mach das mal weg jetzt. Mach das mal weg hier, genau. Ja, wir können doch nicht drücken. Trampolin? Nicht drücken. Trampolin Action. So, Ballbesitz hier für die Warriors. Und guck mal, wir sehen, Steph Curry ist on fire. Siehst du, dass das da richtig brennt, da unterm Kreis? Weil er so gut gespielt hat. Und dann brennt der Kreis. Ja, und jetzt geht, wenn er jetzt wieder trifft. Oh, oh. Boah, das ist unglaublich hier. Unfassbar. Steph Curry zerschießt. Unsympathisch. Steph Kuro. Naja. ich brauch Lukic. Er ist einfach zu groß. Ey. Das ist ja wohl... Was ist das? Oh, shit. Oh, jetzt. Guter Stil. Und. Oh, nimm doch den Ball einfach mit. Kulieren, eine oh, Warriors. Jahre noch mal Glück gehabt. Fast recht Dark Break geworden. Krasser Buster in der Halle. Mhm. Hier, jetzt wird Curry mittlerweile gedoppelt, aber das bedeutet natürlich, irgendwo ist einer frei. Ja, und Thompson kann natürlich auch Dreier schießen. Das ist das Problem bei den Warriors, da kann eigentlich fast jeder schießen. Und einer ist dann, wenn du dann eben Curry doppelst, also mit 2 Verteidigern versuchst, ihn zu verhindern, dann ist irgendwo anders logischerweise einer frei. Ne? Mhm. Ach, okay, ein Kick. Wir gehen jetzt los. Und jetzt darf da keiner den Ball aus der Hand stechen. Der ist ja einfach da rum, ne? Niemand darf ihn attackieren. Erst im Wurf darfst du quasi den Ball fangen. Doch, so janky. Du kannst versuchen, den Ball ihm aus der Hand zu schlagen. So ein Gestolper. Und das geht schon, okay. Ja, aber es ist extrem schwer. Aber erstmal Punkte, aber schön, dass du weißt. Das zu schaffen, ohne einen Foul zu begehen. Also du darfst ja nicht aufs Handgelenk oder so oder auf den Arm schlagen. Ah, okay. Und die können natürlich, haben alle ein sehr gutes Ballhandling. Also sie können sehr gut dribbeln. Und du bist eigentlich als Verteidiger, bist du da ein bisschen im Nachteil. Ja. Mhm. Also es passiert natürlich auch, gute Verteidiger machen auch so zwischen 5 und 10 Steals pro Partie. Mhm. Aber in der Regel holst du dir eher das Foul und diese Hakenwürfe sehen immer so stylisch aus. Diese oben drüber, die finde ich geil. Hookshot. Das trifft halt jeder. Ja, weiß nicht. Ja. Hey, du hast einen Riesen im Team, okay? Den kann ich fast gar nicht mehr decken. Aber mit dem kann ich nicht spielen. Hey, du hast mit dem die ganzen Puckel gemacht. 3 Punkte Führung hier immer noch für Chiara. Da kommen die T-Shirt-Kanonen. Okay, haben wir weggeklickt. Schade, ich hätte gern gesehen, wer eins kriegt. Ja, man muss natürlich sagen, die NBA lebt natürlich auch von der ganzen Show und allem Drohen und Dran. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen amerikanisch hier, ne? So auch in den Pausen und so, das Getanze. Ja, ich meine, so, also Trampolin, die NBA ist ja wirklich, wenn es um für Entertainment des Sports geht, dann ist die NBA natürlich ganz oben dabei. Also es wurden ja teilweise Regeln eingeführt, damit das Spiel unterhaltsamer wird. Ne? Also insofern, das war schon immer so. Oh, siehst du, da hat er sich mal drangehängt. Sehr gut. Hast muss man nicht mögen, aber... Was wurde da eingebaut, dass es showiger wird? Weißt du das noch? Naja, also zum Beispiel, dass die Illegal Defense, also dass du... eigentlich keine richtige Zonenverteidigung spielen darfst in der NBA, sondern die wollen halt zum Beispiel forcieren, dass immer 1-gegen-1 Situationen gesucht werden. Ah. Das sind so Sachen, oder dass zum Beispiel auch Schrittfehler und so nicht ganz so geahndet werden, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so ist. Einfach,
wenn es schön aussieht. Ja. Und wenn einer frei auf den Korb zuläuft, dann wird er. Dann wird auch mal drei Schritte nicht unbedingt gepfiffen. Ah, okay. Also, es sind so Kleinigkeiten, die, Wieso springe ich die ganze Zeit? Justiert werden, damit das Spiel einfach attraktiver wird. Ich meine, es wird im Fußball auch gemacht mit den Rückpass auf dem Fußball oder so, ist ja auch zum Beispiel, auf dem Torwart, ist ja auch zum Beispiel eine Regeländerung eingetreten und so abseits. Also, es ist ja auch sinnvoll. Die Sportart sollen sich ja auch Leute angucken und wenn da irgendwas ist, das es unattraktiv macht. Dass man das dann ändert. Aber es ist schon bei der NBA so und auch generell mit der Halbzeitshow und allem, was da so passiert. Ist halt, in Amerika gehört halt so ein Stadionbesuch ist halt auch anders als in Deutschland. Ne? Da geht die ganze Familie hin und das ist so ein richtiges Family-Tages-Event. Da geht es auch nicht immer unbedingt nur um die Sportart, sondern eben auch um das Drumherum. Mhm. Aber ist die NBA mittlerweile größer als NHL und NFL und so ein Kram? Also was würdest du sagen, das ist das Fußball von Amerika quasi? Nee, ich glaube, das ist immer noch Football, ist immer noch Nationalsport. Oder Baseball, weiß ich nicht genau. Das weiß Nico wahrscheinlich besser, was da die Nummer 1 ist. Ich schätze mal, Football ist immer noch die Nummer 1. Und ich glaube, Baseball ist auch noch über... Also jetzt rein vom Zuschauer-Ranking über der NBA. Aber ja. Und dann kommt NBA und dann NHL, würde ich sagen. Mhm. NFL ist mit Abstand das Größte. Und dann kommt Baseball, weil einfach in der Regel 160 Spiele in 6 Monaten. Ja. Und dann kommt aber Basketball vor. Okay. Aber Fußball ist mittlerweile auf Höhe von Basketball. Echt? Ja. Abgefahren. Ja, weil einfach da, du kriegst ja auch 20.000 Leute ins Stadion und es ist halt ein Weltsportart. Deswegen hat Basketball auch ein bisschen mit den Einschaltquoten zu kämpfen gerade. Aber es ist natürlich auch alles ganz gut so getimt. Also ich glaube, dass auch vieles halt einfach doppelt konsumiert wird. Also viele Leute, die NFL gucken auch NBA oder so. Mhm. Was ja in Deutschland nicht so sehr ist. Da ist ja meistens entweder du gehst zum Eishockey oder zum Fußball oder zum Handball. Oh, ich muss werfen. Ja, das ist aber auch das Schöne, weil die Saison so gelegt ist. Ne? Genau. Du kannst ja im Prinzip so mit Basketball hörst du auf und dann geht Baseball los, dann hörst du mit Baseball auf und dann geht NFL los. Genau, die haben das alles schon so getimt, dass du dir eigentlich immer irgendwas... Wieso wirfst du nicht? Ja, das so. Hä, wieso passt der denn? Ich hab doch den Wurfknopf gedrückt. Und es ist einfach auch ein großes Land, ne? Also über 300 Millionen Menschen, also ist die... Manchmal habe ich auch schon... Keine der großen Franchise-Sportarten, muss ich, glaube ich, werfen und dann groß Gedanken machen, so. Das war ein schöner Block. Und es sind halt auch immer jeweils die Besten. Also die NHL ist die stärkste Eishockey-Liga, NBA beste Basketball-Liga, NFL beste Football-Liga, Baseball beste. Wie krass das wäre, wenn die im Fußball da irgendwann auch mal mit anziehen können, dass man wirklich rübersteht und sagt so, ey, ja, da sind nicht wenige, die glauben, dass auch durch das College-System und so weiter, dass das eine Frage der Zeit ist. Also wahrscheinlich ist es schwierig, da den Vorsprung von Europa und Südamerika aufzuholen, aber ist ja schon, ich glaube, im Damenfußball teilweise schon... eine Zeit lang so gewesen. Das Timing. Weil Damenfußball war, glaube ich, in Amerika populärer, bevor es so in Europa populär war. Meine ich auch gehört zu haben. Hast du große Menschen hier? Der Hassan hängt sich aber gerne an den Korb. Ne? Ist das so sein Signature? Ja, der hängt gerne ab. Ja. Ich dann doch. So, vielleicht mal wieder zurück zum Spiel. Wir sehen nämlich mittlerweile, dass Kuro hier deutlich in Führung gegangen ist. Also deutlich, immerhin 5 Punkte. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich finde es recht ausgeglichen noch. Ja, ist natürlich noch nichts entschieden. 5 Punkte ist im Basketball leicht aufzuholen. Das sind im Prinzip 2 Würfe. Mhm. Und jetzt ist es sogar nur noch 1 Wurf. Auch hier. Mit welchen? Ach nee, das war ja ein Seitenwechsel. Das war ja die Führung ausgebaut. Aber da sehen wir hier dieses Pick and Roll. Ja, also dass du den... ich sag mal so ein bisschen wie der Doppelpass im Fußball. Mhm. Ja, schon sehr gut gespielt hier. Oh Gott. Oder ausgetanzt. Ja. Aber auch nicht gut verteidigt da in dem Moment. Er sich vernaschen lassen. Mhm. Ist das bei Karriere auch so? So, hier sehen wir wieder den Move von Whiteside, der immer wieder sich anbietet, die Hand rausstreckt und anzeigt, ich will den Ball. Mhm. Und kriegt ihn auch. Jetzt wird's eng, ne? Also, wenn ich das sehe, da unten 14 Sekunden noch, 12. Ja, wir haben noch ein Viertel. Ach, ist ja das Viertel, stimmt. Ich wollte nicht, dass Curry will. Und jetzt vielleicht nochmal hier ein Buzzerbeater. Mhm. 3 Sekunden vor Schluss. Oh, fast da kommt noch rein. Jetzt muss der Wurf kommen, aber der wird nochmal geblockt sogar. Guck mal hier. Okay. Wichtig, wichtig, da nochmal die Finger ranzukriegen. Aber hier ist noch nichts entschieden. Wir haben ja auch vor allen Dingen gesehen, dass beide in der Lage sind, hier die Dreier rein zu
werfen. Und insofern da kommen sie reingetänzelt. Kann da noch sich noch einiges schnell ändern. Und hier sehen wir den Assist des Spiels. Das war diese Aktion, die ich vorhin gesagt habe. Da gab es auch noch mal das Foul hinterher. Das war wirklich schön gespielt. Uneigensinnig. So, da kommt wieder. Scheiße. Okay, da ist das Foul. Dass sie den Stil machen. Hm. Ja, nicht so schlimm. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, das ist doch ganz gut. Also, sie spielen beide sehr gelassen auch, ne? Also, Verbissenheit sieht anders aus. Ja, man kann natürlich nicht in sie reingucken, ja, aber. Es wird sich gleich noch zuspitzen. Es geht hier um den Einzug ins Finale und nochmal das Foul gezogen. Sehr schöner Korbleger und dann. Das war der Computer. Das Foul. Das gibt jetzt nochmal die Chance für den Extrapunkt und damit die Möglichkeit auf 10 Punkte auszugehen. Je, je. Oh Gott. Der geht rein. Und der geht rein. Ja, kann sie schaffen. Die Staffel schon wieder tief, die Chiara. Oh, das war natürlich ein Anfängerfehler, sage ich mal. Direkt abgenommen. Den Ball und jetzt den Dreier hinterher von Damian Lillard. Und das war natürlich war richtig mies. Das war richtig mies jetzt, ja. 13 Punkte Führung. Schön zwei Schritte zurück hinter die Dreierlinie zu schnappen. Und jetzt ist es halt so eine Situation, ja, muss ja auch so wo du aufpassen musst, dass du jetzt nicht in Panik irgendwelche schlechten Schüsse nimmst. Weil wenn man den Ball verliert, ruckzucki geht's. Und du willst das sofort ausmerzen. Die Zeit ist noch da, es sind noch 5 Minuten. Du musst im Prinzip jetzt noch ruhig bleiben, ist noch nicht der Zeitpunkt, um jetzt hier die Crazy Shots zu nehmen. Das macht man auch nicht, sondern bleibt ruhig. Ja. Aber 11 Punkte ist schon viel. 11 Punkte ist schon eine Menge Holz jetzt. Ist schon nicht schlecht, ja. Muss jetzt hier aber auch verhindern, dass hier diese leichten Dreier. Das war kein Dreier. Nee, war kein Dreier. Da war ich, stand ich auf der Linie. Kannst du mal sagen, wo es Wigan Isolation ist? Isoplay für Curry. Aber weißt du das? Ich kann gerade tatsächlich geht auch nicht rein. Denken. Ein bisschen zu vorhersehbar, dieser Spielzug. Und Trent Jr. komplett frei. Aber macht ihn nicht rein. Offense Rebound hinterher auch nicht rein. Uiuiui, da hat Chiara ein bisschen Glück gehabt. Jetzt vielleicht hier die Möglichkeit, schnell nach vorne zu spielen auf Wiggins. Aber doch, der macht's sehr gut. Ich muss auch einfach mal. Mach den Step Back. So einen Sprungwurf von dann testen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Nein. Die haben ja gar keine Buschel hier, ne? Hä? Ja, diese Buschel, die Tiere, die da sonst haben. Ja, die Pompom. Pomps? Nee. Pomps sind was anderes. Pompom. Ich habe letztens eine Doku gesehen über Cheerleader. Das ist super krass, was die machen. Ja, das ist wirklich Extremsport. Ja, es ist richtig krass. Und es ist krass, wie das gefördert wird. Und an wie vielen Colleges ist das quasi so. Ja, fast wie der Sport selbst, wie die diese bewerben. In Amerika ist das ein Nationalsport. Ja. Und dann war diese Doku auch, wie oft die sich dann da einer, keine Ahnung, den Fuß brechen und ab da nicht mehr mitmachen können und so. Die knallen dann irgendwo runter in irgendwelchen Flügen und so. Und die Verletzungsgefahr ist super hoch. Die Mädels hochwerfen und auffangen, muss man angucken, was die für Oberarme haben. Ja. Die war auch ein bisschen zu hektisch. Und, so. Ne? Und das ist ziemlich krass, ja. Nee, seitdem habe ich da Respekt vor. Vorher dachte ich immer so, ja, mein Gott, die machen da ein paar Purzelbäume, aber das ist mehr. Ja, der Typ ist einfach nur verrückt. Du triffst aber auch die Dinger. Okay, wir haben jetzt mittlerweile eine 17-Punkt-Führung bei noch 3 Minuten 30. Ich möchte mich aufs Fenster lehnen, aber das sieht jetzt nicht mehr so gut aus für Chiara. Und jetzt hier lässt sich noch den Ball lauen. Also, man sieht, ist auch jetzt. Oh, jawohl, jetzt hat es natürlich. Von der Verteidigung her. Starkes Spiel. Da müsste jetzt schon echt ein Wunder passieren. Er hat jetzt natürlich Zeit, macht er clever, gibt keinen Grund hier schnell abzuschließen, warum er die Zeit arbeitet für ihn und jetzt komplett frei. Da werden wir jetzt mal einen schönen Slam sehen. Jawohl, zweihändig Damian Lillard. Zunga! Boah, was für ein geiler Wurf. Das war fast ein geiler Pass. Guckt so ein bisschen bedröppelt. Aber Warriors mit 20 schlagen, da würde ich auch bedröppelt gucken. 18 Punkte für ja, die hatten aber vergangene Saison, war das ja auch mit bei den Warriors, war das ja ein bisschen. Ja, das zählt auch nicht.
Du kriegst aber auch Lillard immer frei. Ich check das nicht. Das ist die KI. Das bin nicht ich. Okay, das ist ein bisschen schwierig. War zu lang. 5-Sekunden-Regel überschritten. Jetzt ist bei den Warriors die Luft raus, das merkt man schon. Zu lang gebraucht, um den Einwurf zu machen. Hast 5 Sekunden Zeit, sobald der Schiri dir den Ball übergeben hat. Nee, das war nichts. Völlig Freistandard, das kann ja wohl nicht sein. Da muss dann mal ein Spielzug kommen oder so, damit die Spieler sich freilaufen. Aber jetzt natürlich jetzt schwer. Die Beine sind schwer nach so einem Spiel. Und hier sehen wir schon wieder auch schönes Give and Go. Ja, hat man bei den Spielern eine Art von Ermüdungserscheinung auch messbar oder spürbar? Nee, ne? Du meinst jetzt im Ingame-Spiel? Spiel? Ja. Glaub's nicht. Es geht, weil es wird ja die Wechsel sind auf automatisch, also der Computer achtet eigentlich schon relativ gut. Oh, da war die Chance. Ja, aber so geht's auch. Aber man merkt das schon. Also wenn man vor allen Dingen mit einem Spieler alleine viel unterwegs ist und viel dribbelt, dann hat er nicht mehr so viel Ausdauer, um dann noch präzise werfen zu können. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Siehst du hier auch Trent Junior ist schon ein bisschen runter mit der Bereifung da. Und deswegen darfst du nicht mehr so viel machen gerade. 86% Field Goals. Da machst du nix, ne? Oh. Komm schon. Ja, die Dreierwürfe von Chiara gehen jetzt auch wieder daneben, ne? Was ist da los? Ja, ist auch eine psychische Sache jetzt. Sehr psychologisch, ne? Ja, richtig. Ein schöner Pumpfake. Und jetzt Körperdrehung zum Korb. Und Nukic macht's. 87-65. Deutlich. Oh, er trinkt gerade einen Gatorade offensichtlich. Oder was bedeutet der Gatorade-Becher da? Gatorade gibt's noch. Ich dachte, das gab's zuletzt bei Steffi Graf in den 90ern. Oder? Also das Gatorade-Symbol beim Spieler bedeutet, dass der so ein bisschen aus der Puste ist. Ah, okay. Macht total Sinn. Der braucht Gatorade, damit er wieder gut ist. Aber nur Gatorade, nichts anderes. Nur Gatorade hilft da. Ja. Gibt auch andere Produkte, aber es hilft nur das. Okay, das ist ja abgefahren. Ja, das ist ein Zaubertrank. Das ist wie bei Death Stranding, ne? Wo doch Monster Energy Drink überall rumstand, genau. In seiner Bude so. Ja. Das ist dreist. Nichts hat überlebt in der Zukunft außer richtig. Monster Energy Drink. Ja. Ein Glück. Super gesund auch. Das gleiche gilt auch für Gatorade wahrscheinlich. Nee. Jetzt! Oh, nee, da war eigentlich der Jetzt aber erst auch. Aber er macht das gut. Das ist auch natürlich jetzt schön langsam gespielt. Warum schnell Such die Großen unterm Korb, spielt die an, da kannst du eigentlich nichts machen. Ja, ich habe das Gefühl, Chiara ist gebrochen. Chiara ist gebrochen. Ja, das muss um das mal dramatisch auszudrücken. Nein. Muss man so deutlich sagen. Ich glaube, sie tut wieder nur so und macht jetzt krasse Sachen. So, Shotclock, 6, 5. Aber ja, man sieht hier die Defense, auch wenn das jetzt ein Foul war. Aber das ist natürlich schon stark verteidigt, ne? Das ist unangenehm. Einfach nicht abzuschütteln. Und hier laufen die letzten 40 Sekunden. Wir haben mittlerweile eine 20-Punkte-Führung. Und Ich habe so das Gefühl, dass die Spielfiguren traurig gucken von den weißen Shirts da. Ach, das habe ich auch. Die sehen so ein bisschen deprimiert aus jetzt. Ja, du kennst, hast du Ralf Reichts gesehen? Nee. Dieser Film, wo der in die Computerspiele... Ich habe nur Trailer gesehen, aber ich weiß, worum es geht. Ja. Ich meine, das sind ja letztendlich auch nur Lebewesen. Auch, wir benutzen die so für unseren Spaß, aber wenn wir den Computer ausmachen, leben die ja weiter. Und müssen mit dieser Schmach natürlich leben. Ja, richtig. Also das ist natürlich, siehst du den das dann irgendwann auch an. Es könnte ja sogar sein, dass das Spiel das quasi abbildet noch. In der Mimik. Komm, und Dreier ich schätze nein. Raus. Oh. Hey, so, die letzten Sekunden laufen, da ist es vorbei. Ja, da ist es vorbei. Klarer Sieg, guter Sieg, die Errungenschaften. Freigeschaltet, deutlicher Sieg, dann doch deutlicher, als wir ursprünglich gedacht hätten. Nach der ersten Hälfte haben wir gedacht, das wird ein knappes Ding, aber dann hat Kuro sich eben doch noch mal ordentlich abgesetzt, Sonne. Ne? Ja. Das stimmt. Ja, hat mir gut gefallen. Also ich habe auch viel gelernt jetzt in dieser kurzen Zeit durch dich. Also richtig smart, du weißt viel, aber kannst du auch was?
Ehrlich gesagt, bräuchte ich alles, was ich gesagt habe vor dem Spiel, nachdem ich das jetzt gesehen habe. Aber ja, so ist das halt, wenn man eine große Schnauze hat. Ja, genau, weil du musst jetzt gegen Nico antreten. Den hast du ja gesagt, den schaffst du schon noch. Den werde ich noch schaffen, ja. So? Locker und leicht. Locker und leicht, hast du gesagt, genau, gar kein Problem. Etienne, mit wie viel? Mit 30 Punkten, oder? Nein, ach jetzt, man muss ja nicht übertreiben. Ja, ich mag das, ich mag das. Also wir sehen jetzt das nächste Spiel. Eddie läuft jetzt rüber. Ja, vielleicht noch ganz kurz mal rüber gesprochen. Wir können ja noch mal ganz kurz Kuro vielleicht auch noch mal fragen. Ja, stimmt. Wie war das denn, ist er noch da? Ja, ich bin noch hier. Ah, ja. Wie war das denn für dich so zur Halbzeit? War es ja sehr ausgeglichen, Chiara sogar in Führung. Was hast du dann an deinem Game geändert? Na, das, was halt mein Problem so immer ist, ich finde vielleicht ganz am Anfang schon relativ gut ins Spiel. Ich habe auch überlegt, welches Team ich tatsächlich spielen möchte. Und da kam ich halt auf die Trailblazers, weil ich dachte, mit Lillard habe ich jemanden, der gut werfen kann, aber mit Nurkic auch unterm Korb jemanden, der halt unterm Korb gut ist, aber auch vielleicht aus der Mitteldistanz treffen kann. Das hat auch am Anfang gut funktioniert, nur irgendwann kommt man dann halt auch so ein bisschen aus dem Rhythmus oder Chiara hat sich dann auch ein bisschen auf mich eingestellt, wie ich spiele. Und da kam ich schon ziemlich ins Straucheln tatsächlich. Und dann war das auch am Anfang, war es zur Halbzeit so, dass ich dachte so, oh, das geht jetzt aber hier mächtig den Bach runter. Hm. Mhm. Chiara, willst du auch noch was zu sagen? Oder kannst du nicht mehr sprechen? Hast du ein Kloß im Hals? Nee, ich kann auch noch was dazu sagen. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich keine richtige Taktik gehabt, weil ich finde, NBA ist halt ein Spiel, das geht sehr krass in die Tiefe. Und ich habe zwar selber mal Basketball gespielt, aber ich bin nicht so krass in den Taktiken drin. Und dann habe ich irgendwelche Taktiken, Strategien ausgerufen im Spiel und habe eigentlich gar nicht gewusst, was die machen. Mein großes Problem war einfach nur, dass Lillard, selbst wenn er Deckung hatte, stand da völlig frei. Wo ich dachte, okay, entweder schätze ich das falsch ein oder er ist einfach so krass gut im Werfen, dass man ihn eigentlich auch gar nicht mehr decken kann. Gleiches gilt mit natürlich deinem Center, der halt einfach, den konntest du dann gar nicht mehr blocken. Der hat einfach im Paint immer getroffen. Da wusste ich halt auch nicht, okay, was mache ich denn? Weil jetzt bei den Warriors ist jetzt nicht jemand, der ungefähr auf seiner Größe ist, um ihm Einhalt zu gebieten. Ja, das war so, glaube ich, gegen Ende mein Problem, was dann Kuro ausnutzen konnte. Trotzdem, ich finde beide sehr gut gespielt. Da war kein Amateur dabei so. Absolut. Das kann so weitergehen. Hier höchste Basketballkunst auf RBTV. Jetzt mit Eddie versus Nico. Explosion. So, und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Das Spiel wird gestartet, beziehungsweise Mannschaft. Und ja, ich habe jetzt Kuro an meiner Seite. Yes. Den Sieger von aus dem letzten Spiel. Und ja, wie überlegen fühlst du dich jetzt? Glaubst du, das sind Nulpen, die es nicht mit dir aufnehmen können? Nee, also ich glaube, es fällt mir grundsätzlich schwer, die anderen beiden einzuschätzen. Aber wir haben natürlich komplette Koryphäen der grundsätzlichen Menschheit hier versammelt. Natürlich Nico Backspin. Ich meine, er hat seinen Nachnamen offiziell im Backspin sich ändern lassen. Also er ist halt quasi Gandalf der Graue der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene. Aber wir haben natürlich auch Etienne Gade, der eigentlich im Alleingang den Basketball in den 80er Jahren im Rucker Park irgendwie erfunden hat. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden sich schlagen werden. Mein Spitzname war Airball Eddie. Sehr gut. Okay. Ich habe meine Basketballkarriere beendet, weil ich den zu hart gespielt habe. Aus dem Fußball gekommen. Ja. Das verspricht auf jeden Fall eine spannende Partie zu werden. Das ist schön, das gut, wenn man so schön großmäulig an so ein Spiel rangeht. Lass doch mal starten jetzt hier. Ja, lass mal anfangen jetzt hier. Barclays Center. Schönes Stadion übrigens. Warst du schon mal? Nee. Hier. Sehr schön. So, genau. Wir befinden uns im Barclays Center in Brooklyn. Es spielen die Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets. Das könnte eine sehr interessante Partie werden. Nico spielt, glaube ich, Boston. Mhm. Und Eddie spielt in Weiß mit dem Brooklyn Nets. Und da macht Eddie auch schon den ersten Punkt. Ja, findet da direkt den offenen Spieler. Ich denke, damit ist das Spiel auch schon so ein bisschen vorhergesehen. Vielleicht können wir mal so ein paar Schlüsselspieler auch der einzelnen Teams. Ja, genau, sag doch mal die Stars sozusagen. Die Stars quasi. Da haben wir natürlich jetzt bei den Brooklyn Nets hier, sehen wir ihn am Ball, Kyrie Irving, Point Guard sozusagen, der Spielgestalter des Teams. Und auch Kevin Durant, der von den Golden State Warriors gewechselt ist, aber dann, glaube ich, auch das komplette letzte Jahr verletzt ausgefallen ist. Da wird man natürlich dann sehen müssen, wie er sich jetzt hier im Spiel schlägt. Hm. Wir haben bei den Boston Celtics gibt es einige Spieler, die man im Auge behalten könnte. Wir haben natürlich hier mit der 27 jetzt den schönen Rebound geholt, Daniel Theis.
aus Deutschland, der es geschafft hat, in die NBA sich zu etablieren tatsächlich. Ist jetzt nicht so wie Dirk Nowitzki, so ein Ausnahme-Superstar, aber schon ein wichtiger Faktor für die Boston Celtics. Mhm. Gordon Hayward, auch ein sehr interessanter Spieler, kam. Das war super bitter. Kurze Frage zu dem Herrn Theis. Ja. Hat er sich in Deutschland quasi... Eddie feiert sich selbst, ja. Sah auch gut aus, Muss ich auch sagen. Energisch zum Korb gegangen, das Foul gezogen. Und jetzt noch mit dem Extrapunkt. 7-5. Wenn ich auch gegen Schiri spielen muss, dann kann ich das Ding auch nicht gewinnen. Alter, du kannst froh sein. Also Eddie, leichte Führung bisher. Genau, wir waren bei dem Herrn Theis. Kann man sich denn in Deutschland quasi für die NBA qualifizieren oder ist der in Amerika groß geworden und hat sich quasi dann da so, oder weißt du das gar nicht so genau? Also, das passiert ja über die Draft sozusagen. Das heißt, einmal im Jahr dürfen die Teams Spieler ziehen. Und da hast du natürlich College-Nachwuchstalente, aber auch Spieler aus Europa oder sonst wo, die halt auf sich aufmerksam gemacht haben und sich dann halt für die Draft anmelden können. Wie jetzt genau dieser Prozess vonstatten geht, das weiß ich jetzt nicht. Aber darüber ist er dann halt in die NBA gekommen. Er wurde quasi, er hat sich angemeldet, um halt die Chance zu bekommen, von einem Team gezogen zu werden. Aha. Und, komm ran, Eddie, komm. Das war gut. Das ist quasi geschafft. Der Stil und dann der Korbleger. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schnelles Spiel, finde ich. Sehr schnelles Spiel, ja. Auch schön anzusehen. Ich finde, also ich kann es jetzt nicht, bin ja wie gesagt kein Profi, aber es sieht auch hübsch aus. Ja, wie bei euch. Mann, geh doch hin, Mann, du musst doch mal zumachen. Oder was würdest du sagen? Also siehst du, sagen wir mal, siehst du jetzt als aus Videospielsicht Fehler, die da die beiden jetzt machen? So. Aus Videospielsicht. Also ich finde, was mir immer ein bisschen hilft, wenn ich NBA 2K spiele, wenn ich in der Verteidigung bin, ich verteidige nicht immer unbedingt den Spieler, der am Ball ist, weil meine Reaktionszeit nicht so hoch ist, dass ich, je nachdem, wenn die irgendwie mal eine Bewegung antäuschen, Alter, hast du eine? Dass ich da mitkomme. Ja. Ich suche mir dann oft mal auch gerne einen Spieler, der in der Nähe ist, aber der jetzt nicht gerade aktiv verteidigen muss. Ja. Aber es ist eine sehr ausgeglichene Partie, 11-11, noch eine Minute im ersten Viertel. Gut, ich habe gedacht, er liegt jetzt schon mit 10 zurück. Insofern bin ich ja schon besser, als ich gedacht. Weil wenn man gegen Eddie spielt, dann spielt man halt auch gegen Menschen. Das ist doch so ein bisschen psychologischer Kriegsfühl. So. Absolut. Und die beiden müssen ja auch noch andere Sendungen zusammen moderieren. Deswegen ist natürlich wichtig, wer jetzt hier gewinnt oder verliert. Das hängt dem anderen ja ewig nach. Aber das ist ja auch ein schon auch nicht unwichtiger Teil der Basketballkultur. Das Trash. Wieso denn schon wieder? Ja. Aber was machst du denn? Ja, weil ich ein bisschen warten wollte. Worauf? Ja, du warst mir zu offensiv davon. Ich wollte mir das jetzt mal. Ich war zu offensiv, ich war komplett mit meinem Spiel in meiner eigenen Hälfte. Was laberst du? Ja, dann gib den Ball wieder. Nö. Ja, so weit für Fair Play bei dir, ne? Also das ist so Trash-Talk, ne? Was laberst du? Nee, gib den Ball wieder. So, ne? Ja, genau so. Exakt so. Komm hier, was ist los? Komm, wo bist du? Aber ist auch hier von Nico mit Boston auch ein sehr progressives Angriffsspiel. Der ist frei. Da werden Pässe gespielt, die man vielleicht so unbedingt nicht in der NBA sieht. Ja, mach mir nicht schlechter, als ich halt bin. So wilde Pässe in die Zone. Mhm. Es gibt natürlich, aber es ist natürlich auch kompliziert bei NBA 2K, weil du hast zum Beispiel mehrere Arten, wie du den Ball passen kannst. Du kannst natürlich einen normalen Direktpass spielen, das ist jetzt in dem Fall, wir spielen ja mit Xbox-Controller mit der A-Taste. Ja. Du kannst aber auch einen Bodenpass spielen, das machst du in dem Fall mit der B-Taste. Aha. Du kannst einen Alley-Oop spielen, das machst du dann doppelt. Ey, der Switch dauert eine Stunde gefühlt. Und ich habe den antizipiert und es hat trotzdem ewig gedauert, bis der Spieler übernommen hat. Das gefällt mir nicht, wenn ich das mal sagen darf. Was machen die Nets hier, was soll das? Noch 2 Sekunden. Dann kommt der Wurf, ein bisschen verschreckt, ein bisschen spät losgelassen. Ja. Aber es ist noch alles drin. Eddie muss sich gar nicht so aufregen. Ja. Da ist er, ne? Also. Ja. Ich sag, wie es ist. Ich habe keine Ahnung von Taktik. Das haut mir Kuro ja auch schon in die Ohren. Aber. Ja. Aber da werden ja auch unterschiedliche Basketballfans bedient. Ne? Die einen sind halt so eher so die Defensiv- oder Taktikästheten. Die anderen sagen so, ey, ich gehe halt über den Kampf, übers Herz der Spieler. Und in diesem Videospiel kann man diese Spielstile durchaus spielen, sagst du, oder was? Ja, also du kannst, das hat man ja auch gerade in der Partie bei Chiara und bei mir gesehen, wir haben halt öfter auch mal verschiedene Spielzüge angesagt, die man, also da gibt es ja, hat ja jedes Team ein eigenes
quasi Buch mit Spielzügen, aus dem du dich bedienen kannst. Mhm. Das ist dann, das kann man sich hier auch. Findet er ihn doch noch, ey! Mann, so gut verteidigt! Ganz cool einstellen, dass dann auch auf dem Boden angezeigt wird, wo welcher Spieler hingeht. Und damit man halt, wenn man mit dem Spiel anfängt, nicht komplett überfordert ist. Ach, das habt ihr gemacht, oder was? Nee, das hatten wir nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Hätte ich aber gerne gehabt. Ja, das sah nicht so aus bei euch. So, es steht 15-15. Jetzt kann natürlich der Fastbreak zu Ende geführt werden, erfolgreich. Das hat Nico auch geschafft. Oh, Nico, aber es war kein Dreipunktwurf, ne? Da standest du leider auf der Linie. Oh. Auf der anderen Seite Eddie mit einem relativ wilden Wurf. Kann sich aber den Rebound holen. Muss die Hände doch weglassen. Muss doch die Hände weglassen. Zieht das Foul. Allein, dass du den Rebound darf jetzt ist schon wieder an die Linie. Was soll denn denn? Dann muss er einfach die Hände weglassen. Hat mein Coach früher auch immer gesagt. Und da sehen wir DeAndre Jordan. Ja, komm, geht. Der wahrscheinlich so seine Blütezeit bei den Los Angeles Clippers hatte. Mhm. Aber es wirkt noch enger, das Spiel bis jetzt, ne? Also ich würde auch sagen, dass da geht ja quasi immer hin und her. Ja, ich glaube, Eddie hat das ja gerade so schön gesagt, die Offense gewinnt Spiele, aber die Defense gewinnt Championships. Ja. Hier wird es wahrscheinlich einfach so, wer mehr ballert, trifft, der wird am Ende gewinnen. Genau, man muss Körbe werfen, genau. Ja. Das Runde wichtig. Muss ins Runde, ne? Wichtig, wichtig, drei Punkte. Wichtig. Also auf jeden Fall ein sehr kämpferisches Spiel. Ja. Hier sehen wir Kevin Durant. Und man spürt an den Bewegungen der Spielfiguren. Oh, schöner Pass zu Dan Riddle. Das ist aber auch zu einfach. Dass die Pets doll gedrückt werden. Das ist eine Horns-Offense, mein Freund, die hier wieder mal gezogen hat. Ich lauf einfach durch. Nee. Ey, ich raff's aber auch nicht, wie man das verteidigt, ey. Hier, Kevin. Ja, wie gesagt, er kommt mit der Defense noch nicht so klar. Nee, das ist meine große Schwäche, ist die Defense. Das ist aber auch nicht einfach. Also ich finde, schöner Wurf. Der war mies. Schöner Dreipunktwurf. Kevin Durant ist halt auch einer der besten Scorer in der NBA, die es aktuell gibt. Also auf den kann man sich in der Offensive auf jeden Fall verlassen, wenn man Punkte machen möchte. Aber jetzt nochmal die doofen Frage. Warum wirft man nicht einfach ständig Dreierversuche? Also was kann da schief gehen? Der war gemein. Naja, normalerweise wird das auch ein bisschen enger verteidigt dann. Ja. Dass es so frei zum Wurf kommt. Warum zieht er denn nicht zum Korb, der Lappen? Ist nicht gang und gäbe. Und hier haben wir gesehen, wie Eddie versucht hat, einen schönen Alley-Oop-Spielzug zu Ende zu bringen. Aber es ist doch nicht so einfach, mal eben den Dreier zu versenken, sondern sobald dann Verteidiger ist, ist quasi die Trefferquote unwahrscheinlicher. Ja, also es kommt, also natürlich. Jetzt ist einfach abwerfen, so, weißt du? Warum versucht er jetzt überhaupt den Dunk? Wäre jetzt meine Anfängerfrage so. Oder den Korb direkt. Weißt du, warum nicht von der Dreierlinie? Es kommt so ein bisschen darauf an. Natürlich brauchst du erstmal Spieler, die einen Dreier verlässlich werfen können. Aha. Dann ist das natürlich auch ein bisschen, wie das mit der Verteidigung ist. Hier in dem Spiel ist es ja so gelöst, dass du natürlich einerseits aktiv verteidigen kannst, aber deine Wurfchance, du siehst es hier oben, 2% verteidigt, wird ja auch ein bisschen davon beeinflusst, wie nah, wie aktiv du verteidigt wirst oder ob halt irgendjemand in der Nähe steht. Klar, wenn einer der beiden es verlässlich hinkriegt, einen der Flügelspieler so in Position zu bringen, dass der offene Dreier geworfen werden kann, dann würde ich auch immer den offenen Dreier nehmen. Mhm. Nico setzt dich schön durch mit Kemba Walker an den zwei Verteidigern vorbei. Ja, die jetzt trotzdem ja mit 5 Punkten in Führung, ne, wenn ich das richtig sehe. Also. Ja, der hat sich eine kleine Führung erspielen können. Aber wir haben es ja auch gerade in der Partie gesehen, das kann relativ schnell. Das geht rucki-zucki, ne? Das ist nicht viel. Das stimmt. Och, Junge. Aber Nico, muss man halt auch sagen, die Wurfauswahl könnte ein wenig besser sein. Mhm. Ich sag, wie es ist. Im Sinne von mehr Variation? Ja, gerade im Fastbreak hat man gesehen, da war er eigentlich schon frei, geht aber noch zum Korb und zieht sich dadurch wieder ein Verteidiger heran, was natürlich den Wurferfolg ein bisschen verkompliziert, aber hier ein schöner Dreipunktwurf. So muss er es machen. Man muss geduldig halt den offenen Spieler finden. Mhm. Und sich so dann seine Chancen rauspicken. Weißt du, dass das mein größtes Problem bei diesem Spiel ist? Das ist, dass ich diese Geduld nicht habe über ein komplettes Spiel. Immer jeder Punkt ist quasi. Oh, da noch mit auf den Rebound. Wird er den Ball los? Mann, leider nicht. Ich hab doch. Ich wollte schnell werfen. So jetzt. Den weiter.
Da konnte sich Nico tatsächlich noch mal zum Ende des Viertels herankämpfen. Es bleibt weiter spannend. Ja, komm, komm. Einfach Eddie mal den Mund stopfen. Die ganze Zeit immer dieses Gerede. Ich bin der beste Basketballer aller Zeiten. Hab ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, ich mache euch Lappen alle. Dazu muss man nicht der Beste sein, Nico. Siehst du, das ist die Selbstüberschätzung. Dass du glaubst, man muss der Allerbeste sein, um dich zu schlagen. Das ist der eigentliche, da liegt eigentlich Hochnäsigkeit. Komm. Du warst gefangen. Guck an, was er macht. Jetzt hier? Ah, Trampolin. Die Halbzeit schon. So, warum ist das nicht im Spiel so? Warum steht da nicht immer ein Trampolin? So ein Minigame. Es gab ja Slamball. Hast du, ich glaube, Slamball hieß das. So, ja. Für ein paar Jahre, Anfang der 2000er, das war Basketball mit und halt in der Nähe vom Korb waren überall Trampoline. Echt? Ja, finde ich super, die Idee. Und es gab quasi auch keine Fouls. Da konntest Leute immer wegchecken, sobald die angefangen haben zu drücken. Ja, perfekt. Endlich gut unterhalten. Aber hier sieht man Kemba Walker wieder erfolgreich zum Korb gedribbelt. Kommst du da nicht? 63er. Weil dieser Boden macht mich kirre. Was ist da los? Der ist schon so ein bisschen hypnotisierend, ne? Ja, wie so eine alte Oma-Tapete sieht das aus. Der Boden ist richtig geil. Das ist oldschool. Ja? Wahrscheinlich. Okay. Ja, wichtig. Aber auch da, Eddie versucht so energisch zum Korb zu ziehen, verzettelt sich ein bisschen, fängt sich den Fastbreak ein. 29-27 für die Boston Celtics. Jetzt so mal im Real Life, wer ist da die stärkere Mannschaft aktuell? Kann man das sagen, oder? Es ist natürlich, wenn man sich die vergangene Saison anschaut, ist das, würde ich sagen, waren schon die Boston Celtics klar im Vorteil. Aber das war halt auch das Problem, dass die Starspieler der Brooklyn Nets lange verletzt waren. Mhm. Und das Team halt die meiste Zeit nur geschwächt tatsächlich auftreten konnte. Mhm. Aber die Boston Celtics haben auf jeden Fall ein sehr grundsolides Team, sind auf jeder Position stark besetzt. Den traut man auch grundsätzlich immer einiges zu, in den Playoffs zu kommen. Mhm. Oh, Eddie wird sauer, ich hab's geschafft. Nee, das ist einfach wie bei FIFA, einfach nicht klicken. Du bist einfach wie so ein 13-jähriger FIFA-Kiddy. Er wird sauer. Vielleicht so ein bisschen Eddie unter die Haut zu fahren. Ja? Ja. Dann das ist die Taktik von allen Menschen gegen Eddie. Der Versuch. Oh Mann! Genau, den emotionalen Damm zu brechen, sozusagen. Ja. Weil er eigentlich ein guter Spieler ist, aber nicht, wenn er. Also er muss quasi den Mönchen sich entdecken. Wenn ich den mache, ne? Jetzt ist es wichtig, wieder seine eigene Routine zu finden, sich auf das zurückzubesinnen, was funktioniert hat. Genau. Die eigenen Stärken. Was Eddie vorhin selber gesagt hat, ne, als Chiara dann zurücklag. Im Grunde die Ruhe bewahren und so spielen, als geht's um gar nichts. So, ne? So ein bisschen die Lässigkeit zulassen. Ich kann nicht verteidigen. Das Ding ist aber auch, Nico spielt super unberechenbar. Holt sich gerade dann den Block, zieht dann mit beiden Spielern irgendwie zusammen und dann denkt man, er zieht zum Korb, dann spielt er nochmal ab. Mhm. Das kann man sehr schlecht bei ihm ausrechnen. Also meinst du, seine vielleicht auch Unbeholfenheit macht ihn unberechenbar sozusagen? Ich würde nicht unbeholfen sagen, ich würde unorthodox sagen. Wie er mich hier runtermacht, Alter. Na, ich kann es nicht sagen, aber wenn du sagst, unkonventionell, kann man auch sagen, aber vielleicht ist es ja auch einfach nicht gut und damit rechnet man dann nicht. Ne, also. Für Eddie reicht's gerade. Ja. Spiel schon vorbei, oder was? Ah, schöner Wurf. Timing war gut. Den muss er doch machen. Deckung völlig frei. Da sagt Nico richtig, der muss eigentlich reingehen. Auf der anderen Seite. Ja, und jetzt ist Eddie wieder dran. Das ist wirklich eine sauknappe Geschichte. Auch einer der besten Point Guards, die so die NBA aktuell zu bieten hat, der kann sich vor allen Dingen im 1-1, 1-gegen-1 im Dribbling sehr gut durchsetzen. Mismatch. Da nichts draus. Da zieht er aber auch wieder der war daneben. Energisch zum Korb, kann aber jetzt nicht abschließen. Ui. Schnell, einen schnellen Konter. Oh, schön. Der geht rein. Nee, 70% verteidigt, zwei Spieler direkt, die da dran klebten. Ja. Jetzt wird das alles ein bisschen wild, aber da sieht man die große Stärke von Kyrie Irving. Mach das Ruhe, ne? Mach das Ruhe. Lässt seinen Gegenspieler aussteigen und zieht ganz entspannt zum Korb. Mhm. Noch eine Minute zu spielen. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Frage. Kann man mit der Zeit ein bisschen spielen? Man hat ja 24 Sekunden Zeit, um einen Angriff abzuschließen. Jetzt kann man natürlich rechnen, wenn Eddie schnell abschließt, hätte er den letzten Wurf.
vielleicht nicht unwichtig. Ah, oh, was ist denn da los in der Verteidigung? Oh, da hängt er sich dran an den Kasten. Oh, wenn er jetzt noch brennen würde, der Ball. Ich liebe die Kommentare von rein. Das ist so. Nein, 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 den wollte ich nicht machen. Scheiße. Da hängt er sich ran an den Kasten. Sagt man das nicht so? Ja, doch, doch. Doch, doch, genau so sagt man das. Ah, schöner. Oh, wichtig, dass er sich. Oh, oh, schön hier. Jetzt kann er ein bisschen mit der Zeit spielen. Oh, oh, da sieht der Details. Oh, da verändert er aber noch mal ganz hätte am Ende. Da hätte reingehen müssen. Jetzt, der war eigentlich jetzt schon drin. Eieiei. Aber ist natürlich auch clever jetzt gemacht. Aber, oh, was hat er denn? Komm! Was war das denn für ein lässiger Trickshot fast schon, ne? Immer wenn ich kurz glaube, ich mal, wüsste, was sie machen, ja, überraschen sie mich. Holte sich noch einen Offensiv-Rebound, hättest. Ruhig zu Ende spielen können. Ja, der holt jetzt aber noch was Foul und macht den extra Punkt nicht. Das habe ich nicht verstanden, weil der. Ich auch nicht. Er hat doch genau da, wo der. Oh. Dings war in der Halbzeit. Alter, ich hab's auch nicht verstanden. Ist gerade sehr hektisch. Ja, doch, genau, ich auch, muss den Dreier doch nehmen. Ja, der sah auch gut aus. Das war auch. Der ist doch schon drin. Warum ist der Freiburg wieder rausgehüpft? Das verstehe ich nicht. Der ist doch schon drin, so eine Scheiße. Genau auf dem. Auf dem Ball. Ah, Mann. Ja, bei beiden fehlt gerade so ein bisschen das Zielwasser. Mhm. So irgendwie, dass da jetzt mal so Michael Jordan in die Umkleidekabine reinkommt mit Mikes Secret Stuff. Mhm. Ja. Wo die mal kurz vernaschen können. Ich glaube, das würden beide Teams. Oh, ein dringend Gatorade. Aber ja, das ist, mag ja auch an der Statistik der Spieler, dass sie quasi, selbst wenn man alles richtig macht, ist ihr Wurfskill einfach nicht. Nicht am Start, oder? Ja, also eigentlich hätten, also der Freiwurf hätte eigentlich reingehen sollen. Ja. Der Hayward 3 hätte auch reingehen rausgepusht können. Rausgepusht einfach da. Und. Was denn gewesen? Kommt zumindest auch so ein bisschen gehen, verschlafen aus der Umkleidekabine. Ja, das, ja. Läuft ins Aus. Ballwechsel. Boston Celtics im Angriff. Marcus Smart, ja, eigentlich ein Spieler. Schon ganz gut dafür, dass er sagt, dass er. Was? Foul. Never! Regen, klar. Du hast gar keine Ballkontrolle. Ich würde eine Zeitlupe sehen. Wo ist der Wahr? Max Smart, vor allen Dingen ein Spieler, der in der Verteidigung sehr gut verteidigen kann. Aber wir sehen, trifft auch den komplett offenen Dreipunktwurf. Da, 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 da. So, was macht Eddie? So Orgeln, die da haben, die hat ja nur eine Taste, ne? Oder was? Also quasi nur so. Stell mir die Fun Fact, wie klein sind die? Ja, die haben das Gefühl, die haben nur 5 Töne so. Die sind mittlerweile auch, das kommt alles mittlerweile vom Band. Was? Außer, glaube ich, bei einer. Ich glaube, ist das bei den Knicks noch so, dass das tatsächlich jemand spielt? Scheiße. Im Madison Square Garden. Ich stell mir aber deprimiert vor, wenn du eigentlich, sagen wir mal, die Kirchenorgel gelernt hast und dann im Stadion endest mit. Weißt du? Aber Fans. Du warst doch irgendwie echt nur Organisten, ich weiß es nicht. In den 70ern bei Pink Floyd The Wall dabei. Ja. Es ist immer noch ein sehr ausgeglichenes Match. Ich finde, sie verteidigen beide sehr gut. Die machen, also alle Anwesenden, alle 4 Teilnehmer dieses Turniers beherrschen dieses Spiel. Das muss man doch schon mal lobend erwähnen. Das hat es auch schon mal anders gegeben. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zuzuschauen. Ja. Ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr so sicher. Jawohl, du willst das wahrscheinlich nicht spoilern, aber ich bin mir schon gar nicht mehr so sicher, ob die jetzt verlieren würden gegen dich so zum Beispiel. Ja, ich würde auch ungern gegen beide spielen wollen. Okay. Ah, schade, Gordon Hayward. Der halt nach einer ziemlich heftigen Verletzung, wo er ein Jahr pausiert hat, da hat sich, glaube ich. Mann, jetzt geht auch mal irgendein Scheißdreier rein, ey! Hat irgendwie sich. Boah, Offense! Was war das denn? Was? Da den geschubst? Ja, wie war das denn kein Offense-Foul, Alter? Man kann ein Offensiv-Foul ziehen. Das hat Eddie eigentlich schon ganz smart gemacht. Wenn wir gleich nochmal das Spielfeld sehen. Alter, du weißt genau, es war ein Offense-Foul. Laber mich nicht voll. Wenn du. Dann können sie die Regel auch rausnehmen, wenn das keins ist. Du lagst doch schon, bevor ich überhaupt bei dir war. Ich hätte den Kontakt aufgenommen, willst du mich verarschen? Du siehst ja direkt 10 Meter da unter dem, wie unter so dem Korb den Halbkreis reingelaufen. Ja. Und da kannst du dich bei einem Angriff so positionieren, wenn du dich da vorstellst und quasi dich umlaufen lässt. Das ist kein Foul. Dass du einen Offensiv-Foul ziehst. Ach so, du meinst, er hat das Foul gezogen. Ja, okay. Also, dass du dich sehr aufopferungsvoll quasi umrennen lässt. Das ist ja wirklich lächerlich. Also, die Dreier sitzen bei den Bostons doch ein bisschen genauer. Ja, Gordon Hayward scheint jetzt seine Wurfform gefunden zu haben. Hat ja gerade ein paar Mal daneben
gesetzt, aber es ist quasi so wie dieser eine Typ aus dem Mighty Ducks, der irgendwie mit jedem Wurf, mit jedem fünften Schuss trifft. Durant trifft natürlich aus einem Meter nicht. Und wir merken, so läuft das. Jetzt geht er schon wieder rein, oder was? Der lässt sich so ein bisschen aus der Ruhe bringen. Ja, weil wenn der Schiri nicht mitspielt, was soll ich denn machen? Ja. Das macht man ja ganz gerne, dann die Schuld auch den Referees zu geben. Genau, jetzt muss Eddie seine Coolness wiederfinden sozusagen. Er weiß ja, dass er eigentlich schon gut verteidigt hat. Man, Eddie spielt ja auch aktiv Basketball. Er natürlich, er kann ja aus einem immensen Fundus an Taktikverständnis, Strategie, Bewegungen, da kann er ja raus schöpfen. Mal gucken, ob er das jetzt umsetzen kann. Was, das meine ich, da hat ihn direkt wieder weggenommen. Nichts anderes als ein Foul. Was? Nee, das war kein Foul. Jetzt auch wieder diese Spitze von Nico. So, da ist er denn nicht, den schon reingestopft, Amanda, der KD, du. Sehr schön. Er hat nämlich harte Verteidigung und harte Offense. Ist das realistisch, dass sie das Gesicht von einem Spieler die ganze Zeit, das ganze Publikum will nur... Also vielleicht nicht in dieser Häufigkeit. Ja, ja, der Ellbogen. Mann, warum gehst du denn weg, Kyrie? Warum gehst du nicht weg vom Spieler? Aber die Verteidigung... bei Brooklyn könnte noch ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, es ist wirklich wunderbar eng. Straffer sein. Ich finde das schön. Also jetzt haben wir noch so. Aber es sind auch nur noch 35 Sekunden im vierten Viertel, ne? Es ist jetzt sehr spannend. Was war das jetzt? Holt sich nochmal den Foul, holt sich das Foul. Darf an die Linie, zwei Freiwürfe für Etienne mit Irving. Die sollten. Das ist, er muss reingehen, ich kann sagen. Okay. Gutes Timing. Und da achtet man ja, idealerweise achtet man ja. Ja. Ja, doch. Darauf, dass halt der Spieler, also am, quasi wenn er den Ball loslässt, dann lässt er auch den Knopf los. Ja. Das ist so ein bisschen. Also jetzt ist es wirklich. Was macht Nico? Geht er, wird er die Uhr runterspielen lassen und hofft, dass er trifft? Oder schließt er schnell ab? Was? The Foul? Okay. Sehr, sehr harte Offense in diesem Fall. Muss Eddie auch ein bisschen aufpassen, wenn das jetzt noch ein paar Mal passiert. Dann ist das Limit erreicht und dann dürfte Nico auch einfach so an die Freiwurflinie. Kann ein Spieler, Oh, jetzt kommt die Auszeit. 17 Sekunden, Nico mit 1 Punkt Führung. 17 Sekunden, genau, ja. Das muss jetzt wird's spannend, ja. Jetzt brennt die Hütte. Nee, jetzt will ich auch gerne einfach mal Nerven zeigen. Ja, so, du musst mal wegklicken. Ins Gehirn von Eddie reinschauen. Das ist bei jedem Sportspiel der Psychoterror immer, die Zwischensequenzen nicht wegdrücken. Oh, lass dir die Uhr runterspielen. Oh. Was? Was war denn das? Das ist natürlich bitter. Hm. So ein Ballverlust. Stil. Alter, was war denn das? Jetzt darf Boston auch direkt an die Linie. Du siehst ja, sind im Bonus quasi. Es wurden zu viele Fouls von Brooklyn getätigt. Ach. Das aber es ist noch nicht vorbei. 3 Punkte. Also meinst, wenn Eddie jetzt noch schnell einen Dreier nachsetzt, dann dann wird es wahrscheinlich in die Overtime gehen. Wer nimmt den letzten Wurf? Kevin Durant, Kyrie Irving. Wird gefoult. Ist natürlich foul. Clever. Au. Also, jetzt muss er den auch machen, dann geht's in die Overtime, oder was? Ja. Eddie darf jetzt auch an die Linie, hat aber nur 2 Freiwürfe. Er braucht ja 3 Punkte. Das war sehr clever gespielt von Nico. Also mit Fairplay hat es nicht mehr viel zu tun. Also es ist schon ein bisschen hinterhältig, das stimmt. Kannst ruhig das Wort asozial benutzen. Okay. Aber daran muss man ja auch denken, ne? Das aber der eine Punkt jetzt, wie viele Sekunden hat er denn noch? 5. Ja, wer weiß. Sind schon wilde. Foul! Oh. Oh nein! Das wo? Ich hab doch gedrückt! Was war das denn? Das war wild. Das war richtig wild. Also vor allen Dingen nochmal der Pass zurück über die Mittellinie. Oh, das war also das würde ich mir echt gerne nochmal anschauen, tatsächlich. Ja. Hau ab also, da jetzt, Alter. War das ein Stil und Eddie hat wieder zurückgepasst? Also das war jetzt aber echt eine hektische knapp, Schlussphase. Es hätte auch andersrum ausgehen können. Ich habe das gar nicht gedacht. Ich hatte plötzlich den Ball. Und dann habe ich nach vorne gepasst. Habe ich plötzlich Durant. Hat den Ball unterm Korb. Da brauche ich auch mal nur drücken. Aber weil ich so hektisch war, habe ich den nochmal rausgepasst. Da war die Zeit um. Na. Ich hab aus Versehen nach vorne gepasst, was ich ja nicht wollte, weil ich gedacht habe, du faulst mich. Ey, aber das Foul, das war, also das muss man sagen, das ist wie beim Fußball, das ist wie bei FIFA, nur mal, das ist mal zum Vergleich, bei FIFA online dich mit dem Ball an die Eckfahne stellst, die letzten 3 Minuten, so ungefähr war das gerade. Hättest mir wenigstens diesen Schuss, naja, gut.
Ja, aber sieht man halt auch, ne? Nico spielt halt auch einfach mit sämtlichen Mitteln und, ja, und mit Kniffen. Fast ein bisschen boshaft, ne? Aber ich fand auch, also beide, ey, haben. Was habt ihr eigentlich? Was habt ihr? Nein. Ist das nicht boshaft? Ich weiß, muss ich psychologisieren. Die Taktik ist scheiße, ich bin boshaft. Nein. Du hast ganz toll gespielt. Ganz toll gespielt. Ich habe einfach keine Ahnung von Basketball, also muss ich das menschlich beleuchten sozusagen. Oh, das Drama suchen. Ja, und klar, das hat ja auch Nico tatsächlich auch ein bisschen erfolgreich geschafft in der Partie. Ja. Nico, war das tatsächlich so ein bisschen dein Plan, so Eddie so ein bisschen aus der Rolle zu bringen? Ja, nichts anderes. Ganz ehrlich, der Typ spielt Basketball, der ist auf jeden Fall 100% besser als ich in der ganzen Sache. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dass es genau wie auf dem Fußball- oder Basketballplatz, genau an der Konsole, du gewinnst Spiele nicht am Pad, sondern am Kopf. Du siehst, was ich angerichtet habe hier. Ja. Ich hab ihn quasi für Chiara für Spiel um Platz 3 schon vorbereitet. Ja. Eddie müsste sich eigentlich mal so eine Valium bereithalten, weißt du, für solche Momente sozusagen, die dann einfach mal so einschmeißt, das ist wie so das Käppi umdrehen für ihn, weißt du? Die gucken wir Freitag Fußball. Und dann ist er unbezwingbar, weil ihm einfach alles egal ist. So. Ich glaube, Eddie kriegen wir nicht mehr zu einem Statement. Er ist jetzt in seinem eigenen kleinen Mind. Aber er sieht auch ein bisschen cool aus. Ja. Okay, ja, das war doch ein extrem spannendes Match, würde ich sagen. Mhm, definitiv. Wenn auch mit viel Verzweiflung am Ende. Ja, Eddie kann jetzt quasi direkt sitzen bleiben, denn jetzt kommt ja das Spiel von Platz 3. Richtig, jetzt kommt das Spiel von Platz 3, Verlierer gegen Verlierer. Also beide nicht so geil, wie sie gesagt haben. Und das sind natürlich Eddie und Chiara, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Die jetzt in der nächsten Runde bis aufs Blut ausfechten, wer nur der drittschlechteste ist. Viel Spaß. So, und da geht's los. Chiara gegen Eddie. Wir gucken mal auf ihre Teams. Welche Teams haben sie sich denn ausgesucht? Aha. Achso, ging aber schon. Okay, das konnte ich jetzt nicht so schnell sehen, aber wir werden es sicherlich auf dem Spielfeld sehen. Ich habe jetzt den Nico an meiner Seite, der eben obsiegt hat über Eddie. Eddie vermutlich immer noch emotional vielleicht leicht tangiert. Man wird es gleich sehen. Sagen wir so, ist, glaube ich, ganz gut, dass ich montags bei Bundesliga immer auf einem kleinen Monitor bin. Wahrscheinlich klebt er den zu. Aber genau, ich finde das immer auch bei Fußballturnieren, bei WMs und so weiter immer schwierig. Der Kampf um Platz 3 ist ein bisschen frustrierend. Aber trotzdem, man kann sich noch so ein bisschen Ehrgefühl bewahren. Mal, warum sind da so Prozentanzeigen plötzlich unten? Ja, aber die haben beide ganz schöne Steve Teams Nash ausgewählt, muss ich sagen. Badge, ja, erklär mal kurz. Also die 2003er, okay. Dallas Mavericks mit dem jungen wilden Dirk Nowitzki, das ist auf jeden Fall eine spannende Mannschaft. Mhm. Steve Nash, einer der besten Spieler auf seiner Position, würde ich sagen. Und die Boston Celtics auf der anderen Seite, und das ist vielleicht ganz interessant, die 2008er, das ist die Mannschaft damals, als Kevin Garnett, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da wird Kuro dann mehr wissen, aber ich glaube, Theo Pierce und Ray Allen zusammen quasi nach drei große Spieler nach Boston gewechselt sind, quasi so ein erstes Big Team gegründet haben, mit dem man einen Titel holen wollte. Mhm. Aber es gibt gerade auf Netflix eine schöne Geschichte, das heißt Spielzugbuch, glaube ich, also Playbook quasi. Mhm. Und da ist der Coach, Doc Rivers, dieser Mannschaft von 2008, ist da so in einem Interview und beschreibt quasi, wie er das Team für die Meisterschaft zusammengeformt hat. Ja, okay. Und das ist, also will ich nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist richtig, richtig spannend. Und macht auch dieses Team zu einem ganz geilen Team. Also ich finde, das ist eine gute Wahl. Mhm. Wir müssen mal ganz kurz klären, wer ist. Ich glaube, haben wir noch gar nicht gesagt. Chiara ist Dallas, ne? Das meine ich. Möchtest du dich in Erinnerung haben? Ja, ich glaube, Chiara ist Dallas. Und Eddie ist Boston Celtics. Ja, immer aber auch sehr offen, klare Punkte. Ja. Sean Perkins, the Worm. Okay. Ja, okay, da ist auf jeden Fall. Entsprechend führt Eddie jetzt mit 4 Punkten. Aber es war ja vorhin auch so, dass Chiara sehr, sehr ein bisschen gebraucht hat, bis sie ins Spiel gekommen ist und dann zurückgekommen ist. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird. Ja, versucht sich in der Mitte durchzusetzen, aber Eddie verteidigt gut. Das hat er eigentlich eben auch schon gut gemacht, fand ich. Also der hat ja einige Bälle abgeluchst. So. Ja. Hat einfach dann teilweise auch Punkte liegen lassen. Ich muss ja auch sagen, so gerade, also wenn, ich glaube, es ist so wie bei Sportsimulationen generell, wenn du das Spiel spielst,
ist es ein bisschen einfacher, weil du ein bisschen mehr weißt, was du da machst. Also klar, du kannst, wie ich jetzt mit NBA anfangen, aber wenn du nicht weißt, wie diese Taktiken funktionieren, die da auswählbar sind zum Beispiel, dann hat man natürlich Vorteile. So. Ja. Und hier haben wir, glaube ich, mit beiden zu tun, die Basketball spielen. Deswegen wird es mal ganz interessant zu sehen, ob sie mit den Taktiken arbeiten jetzt. Ja, guck mal da, ausgewählt, Garnett Isolation, das heißt, er soll zum Korb ziehen. Ja. Lass ihn doch durch! Nimm doch deine Fettfinger da weg! Und Steve Nash. Oh, der ging nicht rein. Aber Dirk Nowitzki hat den Rebound. Aha. Schön verteidigt. Ja, auch nicht. Oh, ja. Ja, schön wieder verteidigt. Schön aber das ist ja auch diese schöne Anzeige immer, die du siehst, die dir quasi danach analysiert, dass der Schuss nicht gut gewählt war, weil er so hart verteidigt war. Mhm. Aber schöner Pass. Nein! Aber wieso? Wieder. Ich hab doch Schuss gedreht. Manchmal raff ich aber auch überhaupt nicht, was hier gerade passiert, Leute. Ganz ehrlich. Und für drei. Ich hab doch einfach geschossen. Da war er drin, ja. Ich hab doch geschossen. In meinem Finden bis jetzt sehr wenig Punkte, ne? Also die beide haben gut verteidigt bis jetzt in den ersten Minuten. Ja, ich würde sagen, nehmen auch sehr wilde Schüsse gerade. Es ist noch ein bisschen chaotisch im Spiel. Guck mal, der junge Dirk Nowitzki, da sind die Haare noch wild und offen. Ja. Aber ich wechsle die Spieler auch meistens mit LB, dass ich dann auch. Hat er da diese Frisur quasi, diese Löwenmähne da noch, oder? Ja, also so genau erinnere ich mich nicht, aber kann ich von ausgehen. Ne? Ist ja auch, muss man ja mal ehrlich sagen, auch eine absolute Legende, nicht nur in Deutschland so als Basketballer, in so einer dann noch eher Randsportart im Vergleich zu Fußball, wo er auch hier jeder eigentlich Dirk Nowitzki kennt, ist er ja vor allen Dingen auch in den USA, gehört er zu den größten Basketballern aller Zeiten. Ja, das musst du erst mal packen, ja. Das musst du erst mal packen, genau. Als so ein langes Elend. Das ist schon echt geil. Aber und jetzt guck mal, jetzt kommt wieder mein gefährliches Halbwissen, das wird Kuro besser wissen, aber ich glaube, der Mittelwurfdistanz, den er quasi zum Erbrechen mit seinem Coach geübt hat, ist auch das sein Signature-Move. Mhm. So immer vom Korb wegdrehen, aus der Mitteldistanz werfen, die gehen eigentlich immer rein. Okay. Ist ja wahrscheinlich auch für Chiara der Schlüssel, um Eddie am Ende ein bisschen auf den Nerven rumzutanzen. Ja. Scheiße. Jetzt hier, Chiara kriegt einen Freiwurf. Ja. Ist auch so, wenn es nachher ein bisschen enger wird und du auswärts spielst, dann fängt auch wie immer so schön brav das Pad an zu vibrieren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber im Moment hat sie das Publikum ganz gut im Griff. Führt mit 4. Eddie muss noch reinkommen. Ja, das ist nicht zu fassen. Schön. Gute Punkte. Ja. Ich habe das ja eben bei meinem Spiel auch schon erzählt, dass ich mir immer schwerfällt, und das ist auch das Besondere an dem NBA 2K, finde ich, weil es echt so realistisch ist. Du musst das ganze Spiel konzentriert und fokussiert bleiben, wenn du es gewinnen willst. Sonst schaffst du es nicht. Das ist nicht so, du kannst ein bisschen mitspielen und dann düdelst du rum oder so, wie vielleicht bei manchen anderen Sportsimulationen, weil du hier ständig Punkte machen kannst. Ja. Ist halt so riesig. Leichte Punkte. Ja, wer ist der Typ, der noch größer ist als Dirk Nowitzki? Frage ich mich gerade. Ja, muss ich mal gucken. Im blauen Trikot, warte mal, der rechts da. Weiß ich gerade nicht, finden wir sicherlich gleich. Ja, komm gleich wieder. Ja, genau. Aber sehr klare Sache jetzt hier so nach dem ersten Viertel. Eddie, was ist da los? Ja, waren zwei Dreier, ne? Also letzten Endes. Ich treffe einfach nichts. Ja, Chiara trifft alles, ich treffe nichts. So einfach ist es zu erklären. Und ein bisschen viele Turnover scheinbar. Ja. Eddie versucht es taktisch. Guck mal, alle auf die Grundlinie gezogen, Raum geschafft. Ja. Selbst der geht nicht rein. Oder da den meint. Tim L, C plus mein Dreier, alles klar. Bradley. Den meinte ich da. Der ist halt Sean Bradley, ja, ist klar. Ja, auch ja eigentlich dann irgendwann deutscher Nationalspieler gewesen, weil er weil die Nachbarin eine Tante hatte, dessen Schwester hat einen deutschen Pass. Und damit ist er dann auch hat einen deutschen Pass gekriegt und ist dann Nationalspieler gewesen. Das ist ja witzig. Aber das ist immer noch so, ne? Wenn es dann quasi um die Weltmeisterschaft geht oder so ein Krams, da sieht sowieso keiner irgendwie.
sowieso keine Chance gegen die USA. Nee, das ist ehrlicherweise auch immer so. Also da gibt es ab und zu mal die Kroaten, die ernstzunehmender Gegner sind, weil die halt auch einfach ein krasses Basketballland sind. Aber allein die Ausbildung in den USA, was Basketball angeht, ist, glaube ich, einmalig. Mhm. Ey, wie wichtig ist überhaupt, diese Markierung da zu treffen, weil... Oh, wenn sie den getroffen hätte. Ja, jetzt aber. Wenn er die jetzt, ja, wenn er die jetzt ruhig spielt, dann holt er das, holt er sich das wieder. Ja. Er will den Dreier. Ja. Ja, zu viel. Vielleicht erstmal wichtige, einfache Punkte. Nee, ja, guck mal, er will ihn haben. Er will ihn haben, ja, ist auch nicht und noch verkehrt. Mal. Und nochmal, jetzt nur zwei. Das wär's. Ja. Und nochmal. Und jetzt. Was los? Ja. Also noch mal. Oh, den hättest du und noch mal. Ja, jetzt. Nein. Ich raff's nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann's einfach nicht. Timing. Es ist schwerer als im echten Leben. Es ist das Timing innerhalb dieses Balkens, den man da sieht. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ja, und ehrlich, ich fühle ihn voll, weil als die ersten Spiele bin ich so daran verzweifelt. Weil du das Gefühl hast, okay, du hast so Light Green, so, du hast einigermaßen getroffen. Okay. Du hast nicht eine enge Verteidigung und trotzdem trifft er die Dinger nicht. Ich finde immer bei diesen Gameplay-Mechaniken. Oh, wo man Gott. So ein Ding trifft, das ist so ein bisschen ein Rhythmusgefühl. Ey! Und man hat man das quasi im Rhythmus so. Ne? Ja. Das ist gar nicht, man guckt gar nicht mehr, sondern man hat so ein. Ja, geil. Ray Allen gegen Dirk Nowitzki. Kein Problem. Was ist das jetzt? Sprungwurf, weil sie beide den Ball hatten. Wow, der holt ihn. Wichtiges Zeichen fürs Spiel. So, wenn Eddie jetzt wirklich ruhig spielt, ja, er will den Dreier haben. Ich meine, ich kann ihn verstehen, dass da muss ja mal einer reingehen. So, ne? Ja, aber also sagen wir so, und das ist dieses Basketball-Nervige. Oh, schon wieder. Also ich finde, Eddie... Aber wenn er das ruhig gespielt hätte, guck mal, dann hätte er jetzt mit dem hätte er jetzt vielleicht 6 Punkte schon aufgeholt. Mhm. Nicht nur 2. Ja, ich muss ja mal raffen, wie es geht, sonst fehlt mir einfach eine Waffe. Irgendwie weiß ich nicht, was beim Timing nicht stimmt. Ich versuche mal nicht auf den Balken zu achten, sondern wenn er halt die... Wenn er den, ja. Die Motion. Ja. Und damit komme ich ja nicht klar. Steuert ihr aber nicht über den rechten Stick oder über Knopf? Ich mache über Knopf. Knopf, also seit dem Teil über Knopf. Ja. Weil Analogstick haben sie ja komplett verändert. Kikuru hat gerade gesagt, beim Dreier nicht auf den Balken achten, sondern auf die Armhaltung des Spielers quasi so, ne? Wie knickt dann der Arm ist oder was? Ja, das ist ja so ein bisschen am Ende, wenn du Basketball spielst, dann weißt du ja, wie du wirfst und wann es richtig ist. So. Das meine ich, kommt da einfach. Oh, guck mal, wie sie nochmal rauspasst. Ja, war nicht gut. Jetzt will sie ihn vorführen. Der geht dann aber auch nicht rein, ne? Ja. Also. So holt sie Eddie wieder ins Spiel. Leichtsinnig so. Wenn er jetzt die Punkte macht. Oh, aber white. Ja, gut. Perkins ist natürlich jetzt auch. Das ist ja auf jeden Fall der falsche Spieler für den Dreier gewesen. Rondo macht den. Der konnte sitzen. Rondo ist auch. Na, schade. Nicht so der Werfer. Guck mal, merkst du, wie Coach Kuro da an der Seite schon versucht, Eddie noch wieder ins Spiel zu holen? Das sah aber schön aus. Oh, guck mal, der ist da voll gegen den Kasten gerannt. Ja. Der LaFrenz. Ich muss erst sagen, das ist auch ein hochspannender Sport. Das macht auch richtig Spaß. Ey, sag mal, wem stellst du eigentlich den Block da? Oh, jetzt, ja. Jetzt aber, so. So. Mach das Klingelingeling. Ist das die Wende? Kann Eddie, jetzt? Eddie ist wieder da. 6 Punkte noch, 50 Sekunden im zweiten Viertel. Man muss ja auch dazu fairerweise sagen, es ist, wenn man dann irgendwie ein Team zum ersten Mal spielt, dann dann herauszufinden, wie so die Wurfanimation, wie lange es dauert, bis die werfen, das ist echt schwer. Wahnsinnsblock. Du musst erst mal blocken. Es gab in den 90ern einen Center, der bei den Denver Nuggets gespielt hat, der hieß Dikembe Mutombo. Ja. Und der hat immer, wenn er Blocks geschlagen hat, aber mit einem großartigen Not in my house das quasi beendet. Das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Das mache ich immer, wenn ich ausrutsche und mich dann noch fangen kann. Dann sage ich immer, Schwerkraft? Nein, nein. Ja, not in my house. Das war immer dieser Finger, ne? Ja. Überhaupt, ich muss sagen, also die 90er Jahre haben mich basketballmäßig echt krass geprägt. Da habe ich echt viel Zeit damit verbracht. Ich habe früher immer nur Tennis geguckt und Tischtennis. Das ist mega uncool, deswegen erzähle ich es nie. Jetzt hast du es. Jetzt ist es raus. Aber Tennis ist ja auch viele große Spiele gewesen. Ja, ich gucke mir sogar jetzt aktuell manchmal noch Tennis an, weil beim Tennis halt immer die gleichen drei gewinnen. Und es ist nur die Frage, wer von den drei. Alter. Und es ist halt, du hast halt ein garantiertes Superstar-Matchup. Genau. Immer. Irgendeiner von denen spielt immer gegeneinander, ne? Genau. Es ist immer so, als wären so Superhelden aufeinandertreffen. Ja. Wer gewinnt diesmal? Djokovic. Aber irgendwann ist die Zeit vorbei, ne? Ja.
Aber man fragt sich, wann das kommen soll, weil der Federer, der gewinnt ja immer noch manchmal. Ja. Und er ist irgendwie schon 40 oder so. Vor allen Dingen Kollege Nadal hat zum 48. Mal die French Open gewonnen jetzt. Ja. Foul von mir? Aber wir schweifen ab, ja. Aber, Entschuldigung, genau. Zurück zum Spiel. Ja. 4 Punkte, 5 Sekunden. Jetzt noch einen. 2, 3 Sekunden und. Wow, was war das schön. Wenn der reingegangen wäre, hätte es dann 6. Sogenannter Buzzerbeater, ne? Aber warum, was war denn das für ein Foul gerade? Perkins war hinter dem Spieler und ist dann so rüber zum Rebound. Das darfst du ja nicht. Over the back foul. Ja. Ich würde sagen, Eddie ist wieder im Game drin. 4 Punkte Rückstand. Es könnte auch jetzt schon psychologische Kriegsführung von Kuro sein, dass er sich so lehrerhaft daneben setzt, weißt du? So im Sinne von, dass das schon gleich klar ist. Ah, nee, Quatsch, das spielt ja gar aber nicht. Aber guck dir mal die Statistiken an. Hast du das gesehen? Field Goal Prozente, 38% bei den Dallas Mavericks und 24% bei den Boston Celtics. Er hat nur 1 von 4 Würfen getroffen. Ja. Also das ist kein Wunder, dass das so schlecht aussieht gerade bei Eddie. Da muss mehr Ruhe ins Spiel, da muss ein bisschen mehr Strategie, ne? Er ist Basketballer, er weiß, wie man den Ball passen muss, er muss weniger wild schießen und dann, denke ich, kommt er in der zweiten Halbzeit auch zu. Also ich finde, in der Verteidigung ist Eddie fast der Beste. Oh. Ja, läuft. So. Aber er schießt weiter Dreier, er will die Dreier haben. So, jetzt hat er sie. Wenn er jetzt die Dreier reinmacht, dann ist er eigentlich fast unbezwingbar. Aber ihr habt ja vorhin auch schon über die Dreier gesprochen, ne? Und gerade so, wenn man nicht so viel, also ich liebe die Dreierschützen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Steph Curry, dem wahrscheinlich größten Dreierschützen aller Zeiten dieses Spiels. Und dann neigst du dazu, dass du mit dem halt auch hier 10 von 10 Schüssen nehmen willst. Aber das heißt nicht, dass du 10 von 10 triffst und damit versaust du dir dein Spiel. Das heißt, du musst schon ausgewogen beides können. Ja. Ja. Jetzt hat er den Ball, jetzt kann er zum ersten Mal in Führung gehen, wenn er es ruhig ausspielt. Guck mal, du siehst auch, Eddie spielt ganz anders jetzt. Ja, im Low Post Garnett gegen Nash. Mismatch eigentlich. Einstecken wollte ich ihn. Aha. Ja, dann ist schon wieder gefallen. Illegaler Block. Stecken. Warum er nicht zum Korb zieht, verstehe ich nicht. Ich habe schon wieder das Foul gekriegt. Ich war doch am Ball. Aber auch Mismatch, eigentlich muss er zum Korb ziehen, die Punkte machen. Ich weiß nicht, was hier gepfiffen wird, ey. Jetzt mal ehrlich. Was war, warum habe ich denn schon wieder ein Offense-Foul gekriegt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Illegaler Block. Mann, Mann, Mann. Jetzt sind es wieder 3. Ja, ist jetzt aber wichtig. Eddie kommt jetzt rein. Sie darf jetzt sich nicht wild machen lassen von ihm. Ne? Sie muss leider ihre Spielstiefel runterspielen. Ja, genau. Fangen und werfen. Die Fundamentals. Fangen und werfen. Vielleicht müsste der Schiri auch mal seine Fundamentals machen. Die Prozentzahl darunter ist auch interessant jetzt neu. Du kannst jetzt sehen, wie Wahrscheinlichkeit ist, dass Steve Nash ihn reinmacht. Und dann so ein Lappenschuss da rein. Aus der Halbdistanz, sichere Punkte. Oh, der ist weit. Also Eddie hat den Dreierdreh ein bisschen besser raus jetzt, ne? Also dieses Timing da. Ja, aber ich finde, er schießt immer noch ein bisschen wild und viel, wo er es vielleicht gar nicht muss. Dieses weil der ist zum Beispiel reingegangen, das habe ich nicht ganz verstanden. Da war der in den Balken. Ich hab mir eine. Gut geteilt. Und noch Foul gezogen. Das heißt, sie kriegt noch. Oder waren Foul noch dabei? Jetzt kommen erstmal die Tänzer rein. Was soll das jetzt hier? Nee, das ist wieder die T-Shirt-Kanone. Achso. Das sind auch so Gründe, warum man sich Basketball mal in den USA angucken sollte. Ja. Weil das ist auf der einen Seite ein sehr spannendes Spiel, aber bei so 80 Ligaspielen, die sie in der regulären Saison spielen, ist es schon wild, wie sie das Entertainment drumherum basteln. Ne? Mit Kisscam, mit T-Shirt-Kanonen. Tänzern hier, Gewinnspiel da. So, das ist ein riesengroßer Disney-Park jedes Mal. Kann ich jedem empfehlen, wenn er mal die Chance hat, ein Spiel zu gucken. Was? Nein! Okay, da ist der Ball weg. Wichtiger Rebound. Zum und jetzt macht er ihn und slammt. Bratz! Nur noch 2. Nur noch 2, ja. Aber wie gesagt, auffällig, dass allgemein sehr wenig Punkte bist jetzt auf beiden Seiten so, ne? Also ich glaube, bei euch stand es da schon 30-30 vorhin im dritten Viertel. Ja, sehr schlechte Quoten auf beiden Seiten. Aber guck mal, auch Schüsse, so wie der, gut verteidigt, trotzdem den Schuss genommen. Alley-oop. Klappt nicht. Wieder auf Rondo, der nimmt sich Raum und jetzt sucht er den Dreier. Jetzt macht er ihn wide open. Nee. Zug zum Korb, Ballverlust wieder, aber wieder gut. Jetzt hat er ihn frei, 3 Punkte. Jawohl. Schön gespielt. Schön gespielt, ja. So, jetzt wird Kayara was Ähnliches probieren. Nee. Ja, sie geht mehr zum Korb immer. Sie versucht, die sicheren Punkte zu machen. Aber die und Eddie ist ganz gut da drin. Da so dieses
Du musst halt in dieser Situation im Spiel musst du halt Ruhe bewahren. Oh, das war lässig, ne? Wir in so kurz mal. Siehst du, Eddie grinst wieder, er ist wieder da. Ja. Alter, wenn das Grinsen für dich ist. Grinst mal in die Kamera. Danke. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Sag mal, Schiedsrichter, ey! Dass bei Chiara gerade absolut niemand auf dem Feld ist. Ah, jetzt kommt Dirk wieder rein. So, mit Dirk Nowitzki gehen die Halbdistanz und Punkte holen. Stimmt's? Ja, Mann! Oh. Ja, so nehme ich Chiara. Da muss man nämlich smart sein beim Mismatch, weißt du? Kannst mich nicht einfach bullien hier auf dem Feld. Slam Dunk! Hard outs. Das sind gute Pässe, da komme ich gar nicht. Ja, das Blatt hat sich ein wenig gefühlt gewendet. Aber immer noch. Oh, aber sie will sie. Ist immer noch alles offen, aber da war wieder der Hand dazwischen. Ne? Also ja. Er war dran irgendwie mit dem Pfoten. Aber Chiara auch jetzt ein, zwei Mal schon in meinen Augen falsche Entscheidung getroffen, dann zu sehr wieder rausgezogen, noch mal einmal mehr gepasst, anstatt den direkt zum Kopf. Nein! Ich habe aus Versehen! Aus Versehen! Versteht ihr das denn nicht? Aber er kann die Zeit gut runterspielen, dann hat sie nämlich nicht mehr viel Zeit für den Wurf. Zack. Ja, und nochmal rein. Wichtiger Rebound. So. Was war das? Zeit zu Ende, ne? Zeit zu Ende, nicht mehr richtig. Achso. Trotzdem, mit 5 vor. Anstatt, wenn du R-Trigger und X drückst, dann musst du doch Slam. Du musst gedrückt halten. X gedrückt halten. Also, wenn du nur einmal drückst, täuscht du halt an. Also kurz. Ach so. Auch wenn ich R2 gedrückt halte? Ja, ich glaube schon. Also den R-Trigger? Okay. Na gut, wieder was gemacht. Assist des das Spiels. Das erklärt, warum er... Ja, warum auch immer. So, weiter geht's. Das wären 2 Punkte noch gewesen. Ja, genau. Führung. So, Chiara mit 5 zurück, aber im Ballbesitz. 4 Minuten Zeit. Ist halt auch eine Menge Zeit. Ne? Das muss man auch immer sich vor Augen führen. Da sind auch 5 Punkte eigentlich nichts, weil das sind 2 Würfe. So, zack. Guck mal, jetzt sind es nur noch 3. Wenn Eddie jetzt verschießt, hat sie die Chance auszugleichen. Also das ist alles noch nicht durch hier. An sich, ich müsste auch mal mehr Basketball gucken, weil an sich, die machen ja viel mehr Körper als im Fußball Tore so, ne? Also an sich passiert da echt eine Menge so, wenn man echt mal weiß, was sie da alles machen. Und es gibt halt so viele Spiele, wo Team 1 mit 20 führt nach dem ersten Viertel oder nach der ersten Halbzeit irgendwie so und du denkst, das Ding ist durch. Aber eben aus genau solchen Nervensituationen kommt die andere Mannschaft auf einmal zurück. Was? Zur Hölle! Range on Rondo! Dieses Hin und Her ist auf jeden Fall im Basketball schon beeindruckend. Ich schlag jetzt hier was im Studio kaputt, ey! Du willst ja wohl so ein Layup da noch hinkriegen! Nur noch 2. Der verdient 15 Millionen im Jahr für so ein Layup! Jetzt Chiara wieder dicht dran, Eddie noch mit einem Punkt in Führung. Wenn Chiara jetzt noch die psychologische Kriegsführung anwenden würde, würde ich sagen, hätte sie ihn. Ja, jetzt. Jetzt erst jetzt du siehst die Nervenbahn, die Coolness in sich wiederfinden. Ja, aber die Nerven liegen offen bei Eddie. Da muss sie jetzt nur ein bisschen dran ziehen. Dann hat sie ihn. Ja. Schon bei Chiara ist sie meistens einfach so gut in Videospielen allgemein, dass sie irgendwie so, die hat gute Nerven, immer. Ja, guck mal, sie muss ihn jetzt gut verteidigen. Und er nimmt einen Schuss, den er nicht nehmen muss. Sehr gut. Und jetzt kann sie in Führung gehen. Jetzt. Steve Nash, Halbdistanz. Oh. Der geht rein. Zack, und was hab ich dir gesagt? Mhm. 6 Punkte und auf einmal führt Chiara. Ja, aber es ist immer noch alles. Also ist auch noch ein bisschen Zeit und so. Also das geht jetzt alles hin und her. Geht jetzt hin und her und am Ende ist es dann wieder so eine Sekundenentscheidung wie bei dir vorhin gegen Eddie. Da ist jetzt wichtig, erstmal Ruhe zu haben. Mhm. Und Dirk. Da ist der Dirk in der Luft. Sehr gut. Aber siehst du, Eddie will auch. Der ist heiß. Mismatch, aber jetzt. Okay. Schöner Move. Ja. Oh. Schade, ich hätte gedacht, den macht er. Hätte ich auch gedacht, ja. Der geht natürlich jetzt rein hier. Jetzt hat sie ihn. Das manchmal. Aber siehst du, 10-2 Punkte für die Mavericks gerade in den letzten 2 Minuten. Also.
Ja, sind immer noch 2 Minuten. Also ja. Im Grunde, wenn es, ja. Ich kann auch diese Post-Moves einfach nicht spielen. Ist Eddie verzweifelt ein bisschen am Spiel, aber das ist übrigens so. Also hast du so eine Bucketlist, Dinge, die du in deinem Leben unbedingt mal erlebt haben willst? Ja. Bei mir ist es definitiv ein NBA-Finale Spiel 7 mal in der Halle erleben. Weil wenn das okay. Publikum nämlich dann, wenn dieses Defense, ne? Ja. Also das ist schon Gänsehaut, glaube ich. Wenn da so 20.000 Leute in der Halle sind und das ganze Stadion schreit Defense so. Mhm. Dann möchte ich da nicht unten auf dem Platz stehen und versuchen, den Korb jetzt reinzumachen. Ich habe tatsächlich, ich bin nicht so der. Ich drück schon die ganze Zeit. Wie gesagt, eher Tischtennis und Co. Aber ich war letztes Jahr wegen meiner Frau einmal im Stadion beim Fußball. Und ich kann es nachempfinden, warum man da überhaupt hingeht. So, weil einfach diese Atmosphäre, das reißt einen schon mit. Ja. Mir ist wirklich egal, wer gewinnt. So. Ich war trotzdem beim Jubel. Und jetzt stell dir mal vor, das ist ja noch wichtig. Oh, guck mal, Ballverlust. Warum nimmst du ihn denn nicht? Hey, was ist jetzt? Und raus und Nash für 3. Habt ihr das gesehen? Der Ball lag vor ihm auf Füßen und er schirmt ihn ab oder was? Ist das ein Fumble? 6 Punkte, Minute vor Schluss. Jetzt muss Eddie schnell punkten. Ja, sorry, aber muss er doch den Ball aufnehmen, wenn er vor seinen fucking Füßen. Zeit rennt ihm ein bisschen weg, er muss jetzt punkten. Ja, schlechter Wurf. Das Momentum spricht gerade für Dallas, muss ich sagen. Mm. Was Eddie jetzt helfen könnte, wäre viel faulen. Sie an die Freiwurflinie holen. Er hat ja vorhin ein paar Dreier nacheinander geholt, wenn er das irgendwie hinkriegt. Er hat nicht mehr so viel jetzt Zeit. Jetzt hier den Nash ein bisschen ärgern, ein bisschen unter die Achseln kitzeln. Das Wichtigste ist ja jetzt gerade, dass Dallas keine Zeit von der Uhr nimmt, sondern schnelle Punkte, damit er. Hup. Ja, genau. Also das erste Teamfoul, insofern dauert es noch ein bisschen. Ich glaube, das wird eng, die 6 Punkte. Ja, siehst du, jetzt macht er genau das, ja. was er mir vorgeworfen hat. Er fault sie an die Linie. Hä? Das war schon eine andere Situation. Was anderes, Nico. Du hast gefoult, obwohl du geführt hast. Laberbacke, ey. Versuch das wert. Ja. Aber wenn. Jetzt muss ich. Ja, jetzt eine enge Kiste. Jetzt ja, der war es, glaube ich. 8 Punkte. Jetzt geht's ein bisschen an die Freiwurflinie, würde ich sagen. Ja, die Halle leert sich. Ja. Da muss man auch sich dumm anstellen, in den nicht reinzumachen hier, ne? Wie gesagt, wenn es ein schnappes Matchup ist, dann vibriert das Ganze und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wackelt auch die Kamera. Aber ansonsten geht das schon. Ja, er muss sie jetzt nehmen, aber ja, macht klar, ihn er nicht. Jetzt, er muss jetzt auf Risiko. Ja, das war's. Genau. Kann sie die Uhr runterlaufen lassen und wir können Chiara gratulieren. Ja, genau. Chiara kann ja nochmal. Mach mal von da einen Korb jetzt. Moment, ich hab irgendwas an. So. Ah, okay. Schade. Ich hab gerade ein Taktikmenü in den Kram. Herzlichen Glückwunsch, Chiara. Dankeschön. Schön gespielt. Ja, schade für Eddie, weil er hatte sich nochmal rangeboxt. Ich finde das immer gut. Ich bin ja für die Leute, die sich nochmal rankämpfen, so ungefähr. Aber dann hat er wieder den Anschluss verloren. Eddie hat ein bisschen am Spiel verzweifelt, muss ich sagen. Ja. Weil man sieht ihm ja schon an, dass er auf jeden Fall mehr als wir, also bei mir zumindest Ahnung hat von dem Spiel, was er da macht. Aber irgendwie hat er kein Gefühl im Finger gehabt für die Würfe. Ja, einige Spielmechaniken noch nicht ganz verinnerlicht, andere dafür schon. Also ich glaube, wenn Eddie jetzt noch ein bisschen üben würde in gewissen Bereichen, dann wäre er eventuell auch unbezwingbar, wie er es vorher behauptet hat. So hat er halt nicht gewonnen. Ja, richtig. So hat er dann nicht gewonnen. trotzdem ein spannendes Spiel. Erst am Ende konnte Chiara sich absetzen und jetzt kommt das große Finale. Oh, da muss ich rüber, ne? Da musst du jetzt rübergehen und liefern gegen Kuro, der sich, wie gesagt, schon als Lehrmeister quasi hervorgetan hat und sich schon gönnerhaft daneben gesetzt hat. Ich bin gespannt, wie du dich da schlagen wirst. Ehrlicherweise, als ich gelesen habe, dass ich gegen Eddie anfange, das war alles, um dass es mir gegen okay, das kann dir jetzt Gelassenheit schenken. Ne? Jetzt ist Bonus. Okay, alles klar. Aber ich freue mich drauf. Wir gehen ins nächste Match mit Kuro gegen Nico. Das große Finale geht los. Nico gegen Kuro. Wir sind unendlich gespannt. Und mit dir meine ich Chiara, was? Und Ede darf zugucken, zwischendrin auch noch. Ede darf zugucken. Ja, Ede freut sich, dass er zugucken darf und vielleicht noch was lernt. Nein, mein Spaß. Nein, Ede ist ein fairer Verlierer und sitzt daneben und
Schreibt auf. Wollen wir kurz klären, wie du dich jetzt fühlst als Drittplatzierter? Ist das schön für dich? Ja, also ich bin damit recht zufrieden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kuro so gut ist. Ja. Aber ich finde, ich habe mich recht gut geschlagen und eigentlich kann ich ganz zufrieden sein. Ein paar Leichtsinnsfehler gemacht, aber ich glaube, jetzt werden wir ein Match sehen, was etwas professioneller ist. Okay. Ja, wer ist also Favorit Kuro oder wer ist der Favorit für dich? Was würdest du sagen? Es kann halt sein, dass Kuro sich ein bisschen verspielt, weil er auch so viel mit den Taktiken spielt und guckt, okay, welche Menüoption kann ich jetzt öffnen und welche Strategie kann ich jetzt nutzen. Mhm. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich ein bisschen vertippt habe. Was ist das jetzt hier? Das sehen wir jetzt ja, es geht schon los. Ach so. Ja. Ja, offenbar geht's einfach schon los. Kuro, Milwaukee, Bucks und Miami Heat bei Ede, wenn ich das richtig verstanden habe. Ede ist ja gar nicht dabei. Ich meine Nico Backspin. ja, und bei Nico ist es, ich glaube, der besinnt sich so auf die Grundlagen von diesem Spiel. Und ich denke, das könnte dazu führen, dass er ein bisschen weniger Fehler macht. Mhm. Ein bisschen Pick and Roll, ja, das hat er nämlich, als ich gespielt habe, immer so reingeworfen. Pick and Roll, Chiara. Aber bist du privat auch Basketball-Fan und guckst Basketball in so einem Kram? Also als ich vor vielen Jahren wollte ich eigentlich ein bisschen reingucken und eigentlich wirklich in die Materie mich einfinden. Mhm. Aber die Spiele laufen immer so ultra spät und ich bin halt jemand, ich schlafe ultra gerne auch. Mhm. Und dann hat doch der Schlaf gesiegt. Wenn ich mal so lange wach geblieben bin, dann bin ich eingeschlafen. Ja, pick and roll, ne? Also, mhm. Aber wenn du deswegen, ich lese mich auch nicht mehr so richtig ein. Ich bin jetzt nicht wie die anderen irgendwie ein riesen Profi. Ich habe selber mal gespielt auf dem Verein. Ich komme ja auch aus Bamberg, also die Bose Baskets sind ja recht bekannt in Deutschland. Wahrscheinlich nicht bei dir. wenn der jetzt reingegangen wäre. So, dann fangen wir mal aber mit LeBron James an. Aber die Grundlagen kenne ich und ich spiele es halt immer noch gerne. Ja. Ich bin aber ehrlich gesagt privat auch nicht so eine gute Basketballspielerin. Aber wenn ich das richtig sehe, führt gerade Nico, ne? Nico führt gerade, ja. Also es ist nicht so eindeutig, wie man das vielleicht denkt, weil Kuro auf dem Papier irgendwie so super mighty ist. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, man muss halt erstmal wissen, wie sich die Spieler steuern lassen. Je nachdem, was man, wie man hat, muss man einen anderen Groove haben beim Spielen, länger gedrückt halten. Aber man muss vielleicht herausfinden, kann der Spieler überhaupt nach dem Rennen direkt werfen oder kriegt er dadurch ein bisschen Malus und zieht dadurch schlechter. Das gibt's natürlich auch. Also sollte man doch eigentlich tendenziell immer bei der gleichen Mannschaft bleiben, oder? Das wäre ganz schlau, aber die Regeln haben es ja nicht zugelassen. Ach so. Wir haben ja dann erstmal die aktuellen Teams gespielt, dann All-Star und jetzt weiß ich gar nicht, was wir. Historische Teams spielen. Ja. Alles klar. Boom. Fällt das nur der Block? Nehmen wir Foul? Skandal. Okay. Also auf jeden Fall schneller als das Match jetzt eben wieder. Mhm. Aber NBA 2K21 hat jetzt auch ein bisschen eine andere Defense, die ist nicht mehr so einfach zu handeln. Mhm. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger umgehen, präziser zielen. Man ist, wenn man eine harte Deckung gehen möchte, so richtig schon ein bisschen auf die Knie und den ganzen eigenen Bereich decken, dann ist man halt auch ultra langsam. Man muss da die Waage finden, wie man am besten deckt. Kuro hat ja schon gemeint, er deckt am liebsten nicht direkt den Spieler mit dem Ball, sondern irgendwen, der, weiß nicht, an der Seite. Oh, so, was für ein mieser Block. Also in der Hoffnung, dass man das dann Ball aus der Luft fischt, wenn dann da rübergepasst wird sozusagen. Ja. Ein Stil ist halt echt nicht einfach, wenn du 1-gegen-1 Manndeckung hast. Da brauchst du, glaube ich, echt eine krasse Reaktion. Ja. Ach, scheiße. Da ist der Dreier drin. Ich glaube, was bei Kuro von Vorteil ist, er weiß halt schon, dass einige Starspieler bestimmte Badges haben. Mann, ey, was ist denn los? Im Spiel gibt es Badges, die dir dann einen Vorteil verschaffen, wenn du hart gedeckt wirst, dass du trotzdem Layup noch hinbekommst oder schwierige Layups hinbekommst. Und ich denke, er hat ein besseres Auge, mal rauszufinden, in welchem Bereich sein Spieler gut ist. Vor allem, weil er sowieso ein umfassendes Basketballwissen hat. Ja. Der noch reinging, das war aber schon War auch wichtig. Aber haben wir überhaupt schon gesagt, wer auf welcher Seite spielt? Ja. Ich fand nämlich gerade tatsächlich wegen der Farben etwas verwirrt. Also
Genau, die in dem schwarzen Trikot. Das ist Nico, ne? Mit Miami. Habe ich mich da vertan? Nee, schwarz. Warte mal. Es ist halt schwierig, weil Miami hat einmal weiß und einmal schwarz als Trikot. Ja, stimmt. Ich habe schwarze Trikots. Ja. So, ne, weil ich war nämlich gerade selber kurz verwirrt. Ja. Okay. Man hat halt damit gerechnet, dass die Bucks vielleicht irgendwas Dunkles tragen, ne? Ja. So. Weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe keine Bank. Aber ist das bei den historischen Teams, hat man nicht trotzdem irgendwie eine Bank? Ja, ich kenne die alle nicht. Aber ich denke auch immer nur bis zur ersten fünf. Also alles, da, was danach kommt, ist so, ja, okay, die müssen halt über Wasser bleiben, bis die richtig schwimmen können, wieder aufs Feld kommen. Das sind aber auch ein paar riskante Würfe. Ja. Und ja, nicht das. Oh, das war okay. Nicht anscheinend. Weiter. Das macht Nico gerne mal, um einen aus dem ein bisschen Spinner bisschen. Ja. Ganz kurz, ich kann meinen Spieler nicht steuern. Ja, das ist doch das gleiche Problem wie vorhin. Hab ich also quasi gar nichts damit zu tun, Eddie. Was sagst du denn jetzt? Drück mal irgendwas. Oh. Warte mal, ich mal auf die Seiten wählen, muss ich wieder ein Ding. Ich mach weiter? Ja. Ja, ich spiele damit. Alles gut. Okay, alles wieder geregelt. War trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, wie Nico das sowas macht, aber er hat ja seine Tricks auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch ein interessantes Matchup, weil beide, glaube ich, recht ruhig sind. Wobei Kuro, glaube ich, auch noch Die psychologische besser. Kriegsführung wird hier nicht so stattfinden, wie jetzt gegen die Matches gegen Eddie. Ne? Du bist ja auch immer so cool. Ne? Wie machst du das? Bist du eigentlich innerlich am Brodeln teilweise? Man sieht es nicht an, oder ist das? Also innerlich bin ich eigentlich super nervös immer. Aha. Und ich wirke immer nur total ruhig und dann hätte ich alles im Griff. Ich habe so viele Leichtsinnsfehler eben gemacht. Ja. Aber gleichzeitig denke ich mir, okay, kann ich nicht ändern, ist jetzt so. Und dann muss man halt damit leben. Also so ist irgendwie eher mein Gedanke. Ja. Ich glaube, wenn es halt ein Spiel ist, was mir komplett am Herzen liegt, so mein absolutes Lieblingsspiel, dann wäre ich auch am Bodeln. Aber für mich ist auch tatsächlich NBA 2K ein Game, ich spiele ja den Karrieremodus sehr viel, wo ich mich schon ein bisschen aufregen kann. Man spielt ja da nur einen Spieler und mit dem arbeitet man sich wild. In der Liga hoch. Sollte ich nicht versuchen. Beziehungsweise wird dann erst in die Liga gedraftet. Mhm. Und du kannst die anderen nicht steuern. Und wenn die dann echt blöd decken oder den Pass nicht machen, obwohl jemand frei wäre, dann ist es halt wirklich Potenzial, um sich aufzuregen. Mhm. Ja, bei mir ist es immer ganz klar, wenn ich denke, ich bin in irgendwas richtig, richtig gut, dann werde ich auch schnell wütend, so ungefähr. Ne? Und das haben wir ja natürlich extra hier gemacht. Alle hier haben ja am Anfang gesagt, behaupten zumindest, dass sie ganz gut sind. Ich finde, man merkt das auch so. Das ist schon auf hohem Niveau hier. Alle Spielmechaniken werden ja genutzt, so bis auf diese Taktiken vielleicht. Ja. Hast du diese Taktiken viel benutzt eigentlich im Spiel vorhin? Oder? Ich habe die benutzt, aber ich muss dir sagen, dass ich absolut keine Ahnung habe, was die machen. Ich wusste nicht, was das jetzt. Also klar, beim Angriff irgendwie Quick Isolation ist ja selbsterklärend, dass die dann alle so ein bisschen weiter nach hinten gedrückt werden, Richtung Paint. Aber ich habe die einfach mal gedrückt, weil ich dachte, Scheiße. Ich brauche die Gegner in einer anderen Konstellation. Ja. Die haben immer so gut alle gedeckt und ich hatte echt Probleme, jemanden zu finden, den ich anpassen kann. Das finde ich dann interessant, andere Spieler zu sehen, weil hier easy, bam, da ist der Dunk drin. Direkten Weg gefunden. Warum denn jetzt ein Personal Foul? Ja, vor den Ärgern. Also auch hier eine knappe Kiste. So ein richtig eindeutiges Match hatten wir heute noch gar nicht. Ja, so. Ja. So macht. Das ist das da ist Kuro wieder dran. Die haben beide natürlich von euch sich ein Team gesucht, wo ein Big Man dabei ist. Das hatte ich ja mit Dirk Nowitzki. Dass man die Rebounds recht gut holen konnte und das ist auch super wichtig. Mach zu hier. Oh, ich spring. Das ist immer das Gleiche. Das passiert ja auch immer. Heatball. Geiler Bart. Haben wir eigentlich schon was von Shaq gesehen? Hat er schon irgendwie einen geilen Dunk gemacht? Nee, aber Shaq spielt sich nicht gut hier. Dreier, glaube ich. Okay, spielt sich nicht gut.
Ja, ist komisch irgendwie, aber wirklich keine guten. Ich finde auch, der wirkt hier deutlich schlanker als. Oder ist, mein gut, man kennt ihn mittlerweile als Moderator mal, oder Spaßmacher. Ja. So habe ich auch einen Check für euch benutzt und gleich Ballverlust. Aha, falscher Spieler. Ja, spiel nicht für uns. Ah! Grün. Och, nee, Nico. Rechter Pass. Und da hätte man schön in die Mitte passen können. Ist nicht Abdul-Jabbar, ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber war das nicht der größte Basketballer, den es jemals gegeben hat, so in der NBA? Ja, da gab es schon einige größere. Echt? Okay. Jetzt von der Größe her? Oder von von der Körpergröße her, ja. Oh, das ist der. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Kareem da nochmal richtig einen abräumt. Ja, da habe ich auch nur befürchtet, aber deswegen habe ich gedacht, in your face. Achso, das ist nicht Ende. Okay. Ja, da hätte man in den letzten paar Sekunden schade. Aber kann ich verstehen, dass man den noch reinmachen möchte. Okay. Ja, leichter Vorsprung für Kuro jetzt. Mhm. Ja, ich brauche Giannis wieder. Mhm. Aber ich hätte es irgendwie schon gedacht, dass das ein bisschen klarer in Kuros Richtung geht. So, ich müssen. Ist ja schon immer noch ein spannendes Match so. Nee, ich glaube, es ist auch jetzt ein bisschen Unterschied. Kuro hat ja davor, wir haben ja ein bisschen länger gespielt, unser Matchup. Da ist man auch nicht so unter Strom und unter Stress, wo man sich denkt, na gut, wir haben ja richtig viel Zeit, aber jetzt sind, glaube ich, nur noch 4 Minuten pro. Ja, jetzt hat er den Ruhm vor Augen sozusagen, ne? Und dann fängt er an, nervös zu werden. Kuro, wie kommst du denn mit Stress klar? Nicht gut. Ah, ja. Ich versuche absolut cool zu wirken, aber innerlich schreie ich die ganze Zeit. Du hast gerade gesehen, Nikos Blick, warte mal, kann ich mit dem dasselbe machen wie mit Eddie? Ja, okay, warte, da hab ich keinen. Einfach mal gegen die Trennwand hauen. Ich hätte eine Idee, wie wäre es, wenn der Verlierer sich den Bart rasieren muss? Nein. Das fände ich witzig, ich will unbedingt sehen, wie beide ohne Bart aussehen. So viel Geld kannst du gar nicht bezahlen, Eddie. Auch mal was Neues, sich mal neu erfinden, Nico. Wir wissen, es ist dein Trademark, aber es wächst ja nach. Mach doch mal was Neues. So Nico Becks bin und nicht Nico Bart. Nico Bart bin. Und Kuro habe ich auch seit, weiß das ist nicht, auch besser so. 20 Jahren nicht mehr ohne Bart gesehen. Oder 10. Wann haben wir uns das erste Mal gesehen, da hattest du noch keinen Bart. Das war 2007. Ja, siehst du? Hattest du noch keinen Bart. Weiß ich noch. Ja. Postmus, ne? Ja. Mach ich lieber mit ihm. Ja, das ist auch ein bisschen. Ah, die Postmoves. Postmoves, okay. Ja. Ich glaub, das ist ich hab ihn. Das mit dem rechten Stick macht das halt auch. Und aber nicht, das ist ein Mismatch, das wollen wir nicht nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das angesprochen wurde, aber wir hören ja immer wieder, ah, Mist, jetzt habe ich meinen rechten Stick genutzt. Aktuell ist es so, die haben das Wurfsystem komplett verändert. Ich habe es uns auch mal mit dem rechten Analogstick geworfen. Da ziehst du einfach nur nach vorne zum Beispiel und dann machst du ein Layup, je nachdem, wo du stehst. Ah, nee. Oder er geht. Ziehst zurück. Guck dich mal hin. Dann gehst du wieder mit dem Körper ein bisschen zurück, um Distanz zu schaffen zum Gegner. Oder du spielst dann mit dem Glas. Aber das funktioniert so nicht mehr richtig. Jetzt zielst du in Richtung des Korbs. Was hast du? Du siehst also immer noch diesen Balken, den wir haben. Was? Du siehst dann ungefähr, wo die Nadel ist. Und der Nadel. Und dann musst du sagen, okay, wenn er jetzt links ist von dem eigentlichen Zentrum, den du erwischen musst, dann musst du leicht nach rechts zielen. Also es ist ein Zielsystem, was aber super schwierig ist, weil die Anzeige sehr klein ist. Ja. Und ein Analogstick finde ich jetzt nicht so krass präzise für so einen Mechanismus. Da muss man dann so ein bisschen länger Zeit investieren, um das zu verinnerlichen wahrscheinlich, ne? Um das so ein bisschen intuitiver zu machen. Dann. Genau. Ja, es gibt einige Leute, die sagen, ja, ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe jetzt gesagt, ich spiele jetzt nur noch mit dem rechten Trigger und beiden Analogsticks ein bisschen was machen. Und meine Layups mache ich mit meinem Analogstick, aber das ist einfach nur Angewohnheit. Ich darf nicht den rechten Stick. Oder ist er straight durchgekommen? Das muss Offense-Foul gehen. Ja, aber das hat ja auch bei dir gerade so gut geklappt. Ja, aber eine andere Wahl hast du eigentlich. Oh, der Blick von Nico war tödlich. Ist ja nur noch ein Punkt Unterschied. Ja. Nico schlägt sich hier schon ganz gut gegen, gegen Kuro. Ja, ich finde das auch gut. Und den hätte man reinbekommen. Ja, den hätte ich reinmachen können, das stimmt. Das so. Oh, der war schön. Ja, Oh, wie, wie war das überhaupt möglich? Springst du schon, musst du nur noch rein? Okay. Ja, der Ball kann ja auch geschenkt. Mal die Kante kommen und dann wieder rausbauen. Ich hab verdrückt. Und gut. Das wollte ich machen. Hä? Was hast du denn da gemacht?
Ich war die ganze Zeit in Halbfeldpresse. Jetzt mache ich wieder normal Manndeckung. Das war nice. Davor habe ich mich verdrückt, dass ich irgendwie eine spezielle Verteidigungsstrategie mit dem Dreier mache. Ja, der geht rein. Nee, kann nicht. Aber ja, der muss rein eigentlich. Der muss rein. Schön. Janis kann auch mit Gefühl. Guck mal, ja, bei ihm gehen sie rein. Das weiß ich tatsächlich gar nicht so richtig, wie das bei einem Freundschaftsspiel ist. Aber normalerweise können Spieler natürlich auch kalt werden. Mhm. Und dann performen sie nicht mehr so gut. Was ist denn jetzt los? Kalt werden im Sinne von zu wenig bewegt sogar. Oder so, ja, wenn du häufiger mit einem Spieler einen schlechten Move machst oder einen schlechten Wurf, dann geht das gleich mal an die Psyche und die Konfidenz geht runter und die Chancen ist, dass der Spieler dann beim nächsten Versuchen noch weniger trifft. Und das wird hier, da bist du dir. Oh, jetzt willst du. Das geht hier in die Statistik quasi mit ein oder in die Berechnung. Genau, normalerweise siehst du dann so eine Schneeflocke unten am Rand, am Boden. Ja. Aber es kann halt auch sein, dass ich gerade, ich weiß nicht, wer den Wurf schon wieder versammelt hat. Ja, Swift, glaube ich, stand da. Dass der langsam auf einem guten Weg ist. Okay, weil das finde ich, das find ich ziemlich geil. Ist doch Quatsch, Alter. Da ist eigentlich ein guter Move Timeout. Der Typ hier. Wir sollten langsam was zu dem Abstand sagen, weil so langsam. Der Bar ist das schon, recht, das ist der Game Winner gerade, da habe ich keine Chance. So langsam ist Kuro dann doch in Fort. Ja, Abdul-Jabbar holt hinten die Rebounds und blockt weg und vorne trifft er alles, was. Weil der ist einfach 2,80 Meter groß, glaube ich. Ja, also deswegen habe ich das Team auch genommen, weil ich mit Kareem Abdul-Jabbar natürlich hinten einfach heftigst wegräumen kann. Und vorne macht halt Giannis. Okay. Schöner Move. Was man natürlich versuchen könnte, wenn man so einen großen Spieler hat als Gegner, dass man Offensivfoul forciert. Mhm. Ja, ich weiß leider nicht, wie das geht. Ist das nicht irgendwie B gedrückt halten oder so? Irgendeinen Knopf muss ich drücken, aber ich weiß nicht genau welchen. Und wenn ich jetzt anfange, mich damit zu beschäftigen, dann. Siehst du hier? Zeigt dann mal. Gefeiert hat er schon. Meine Chance. Es ist noch ein Viertel, das ist möglich. Und dann direkt den Dreierwurf. Da waren es nur noch 7 Punkte. Und es ist ja auch noch erst das dritte Viertel. Ja, jetzt müssen wir. Aber das Problem ist halt, Kuro ist halt einfach auch viel zu gut in diesem Spiel. Also eigentlich ist das Ding jetzt schon durch. Nee, das sind doch nur 7 Punkte Unterschied. Mhm. Ja, aber du spielst halt auch gegen Kuro. Jetzt von der Mittellinie einfach. Was? Oh. Manchmal klappt's. Ja, okay. Dann drehen aber auch alle durch. Ich glaube, es gibt immer Achievement, immer, wenn du von der Mittellinie. Ich weiß halt nicht, wer bei mir werfen kann, tatsächlich. Ja, ne? Das ist immer so ein bisschen. Aber du weißt, Abdul-Jabbar kann. Der kann auch. Ob nur Giannis oder Abdul-Jabbar. Das reicht auch. Das merke ich. Das ist eine sehr gute Teamwahl, die du da getroffen hast. Weil das ist. Also, das ist sichere 2 Punkte die ganze Zeit und du hast keine Chance dagegen. Ich würde sagen, die Trefferquote von Abdul-Jabbar liegt irgendwo bei 90-95%. Okay. Ich muss sagen, das finde ich cool am Basketball, dass sie auch Assists würdigen, ne? Mhm. Okay. Es gibt einen Spieler, den ich bisher nicht eingesetzt habe, quasi. Ich muss trotzdem anfangen. Oh, da hätte er vielleicht auch werfen können, aber der will den Dreier und der. Oh, schön. Direkt ins Gesicht. Direkt ins Gesicht. Und richtig weich, richtig, ne? Ich fisch. Komm. Oh. Das hab ich jetzt gar nicht ausgedribbelt, das ist auch nicht so easy. Das war hübsch. Wenn man einen guten Verstand. Ich mach jetzt nur noch für die Galerie. No. Och ja, aber da sind zweimal. Oh, da ist es frei geworden. Hast aber dieser Ellen, der war das eben auch schon der Ellen, der den Dreier so geschmeidig reingesetzt hat? Ja. Ja, Jesus Shuttlesworth. Er hat einen getroffen, einen gefunden, der mich jetzt auseinander. Wenn es nur so flupp macht, ne? So nur noch den Luftzug hörst, du hörst gar keinen. Naja, das ist sehr befriedigend. Flupp, ne? Das war kein Flupp. Ja. Das war ja ein Klonk. Ja, das war ein Klonk. Klonk. Aber nehme ich. Rice. Sag mal. Rice, das, ne? Mhm. Da kommen wir reingetanzt. Was werfen. Haben die da in der Hand gehabt? T-Shirts, die werfen sie so rein. Das klingt jetzt vielleicht von mir mega alt, aber ich war in einem Basketball-Match und es ist mir einfach zu laut da drin.
Echt? Die machen immer viel zu viel Lärm. Es ist eine Halle, ja. Es ist nicht wie bei einem Fußballstadion, wo alles offen ist. Und ja, du meinst, es dröhnt da so drin. Es dröhnt richtig heftig. Hm. Da schaue ich es echt lieber vor dem Bildschirm. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und man die Spanier auch nicht mit Mucke, ne? Also ist das auch normal, dass bei so einem Basketballspiel ständig so ein bisschen Mucke eingespielt wird und so? Irgendwelche? Ja, genau, dann kommt Bibel Rock You und gegangen. So und alle Knopfen auf dem Boden. Aber das war Hack Shack auf jeden Fall. Oh oh. Shack ist eigentlich nicht so geil. Oh. Oh. Der ist eigentlich nicht so geil in Free Throws, aber. Es gibt doch die Taktik in den Nullern, war das, glaube ich, ne? Die gegnerische Teams gegen Shaquille O'Neal eingesetzt haben. Ihn faulen in der Crunch-Time, weil er kann keine Freiwürfe. Hack a Shack, ja. Hack a Shack. Komm, die Bogen. Oh, noch ein Foul. Ja, ich muss ihn jetzt mit dem nehmen. Das glaube ich, habe wieder 14 Sekunden. Ich glaube, da wird Nico ein bisschen nervös. Mhm. Na, er muss es doch machen, ne? Also, wenn sich jetzt Kuro nochmal mit dem. Also wenn er jetzt wieder diesen 10-Punkte-Abstand... Fadeaway-Jumper. Ja. Sehr gut weggefischt. Ja, dachte ich, der geht rein. One, four, three. Ja, eigentlich ja. Ja, eigentlich sind so Reach-In-Fouls ein bisschen gegen Ende recht hilfreich, wenn der Abstand nicht zu groß ist. Aber das ist natürlich blöd, wenn du jemanden faulst, der sowieso richtig gut werfen kann. Mhm. Das ist halt... sichere Punkte, da kann nichts machen. Da haben wir wieder den 10-Punkte-Abstand. Das könnte langsam knapp werden. Wir haben noch 1:40 für 10 Punkte zum Aufholen. Nein, die lässt ihn nicht stehen. Das wäre, glaube ich, aber wenn er, nee, wenn ich die nicht mache. Das war. Puh. 13. Das Team macht Spaß. Merke ich. Jetzt hast du auch seinen Schützen gefunden. Haben wir direkt gekoppelt, oder was? Ja. Sehr schön. Das hast du ja auch mal. Ah, 10 Punkte, das also müsste schon ein Wunder passieren. Ja, ne? Ich will jetzt euch nicht beeinflussen oder so, aber das ist schon so. Ach so, hier. Kann ich eigentlich nur, wahrscheinlich nicht wegschubsen? Sitzt er dann? Oh. Hat er einmal in die Hände geklatscht. Sitzen da dann auch Menschen mit einer Trompete, was man da gerade gehört hat? Seele. Dürfen sie den mit reinnehmen und tatsächlich einfach trompeten, wenn sie wollen? Ja, kannst dich freiwillig melden, dann kriegst du so eine Trompete und dann kriegst du ein Gratis-Ticket. Okay. Darfst aber nicht aufs Spielfeld. Das ist ja unendlich nervig, wenn du neben dem Dude sitzt und der bläst dir so richtig das Gehör. Nee, die sitzen, die gucken nicht aufs Spielfeld. Die sitzen in so einem geschlossenen Raum. Das wird mit dem Mikrofon abgegriffen. Ja. Komm. Was war das? Was war das jetzt für ein Foul? Das hat er weg abgeblendet, weil es so bösartig war. Anscheinend. Dass er es nicht zeigen wollte. Ja. Ja. Oh, und die Punkte hatte ich wohl auch. Hä, hey, war es ein End-One? Ja, scheinbar. Ah, okay. Okay. Cool. Oh, das in. Och, Mann. Oh, na. In der Mitte war gerade einer frei, da hätte man hinzugewagt. Jetzt kann er noch schnell ein paar Punkte rausholen hier. 40% verteidigt. Aber das kam auch in allerletzter Sekunde. Kann ich verstehen, dass man den dann trotzdem durchzieht. Kann der nicht einfach jetzt mal... Ja, mach uns Gesicht zu. Oh, schön ausgespielt. Ja. Jetzt mach den aber auch rein, du. Ja. Oh, was war das denn? Oh. Das war ja schon... Sinnbildlich fürs Spiel. Ja. Na komm, ich geb dir die Uhr. Ja, nee, jetzt können wir gleich runterzählen hier. Noch. Ja, ist er drin. 72% wurde er gedeckt und er ist trotzdem drin. Das ist echt krass. Noch 8 Sekunden, vielleicht noch ein letzter Dreier von Nico. Fürs gute Gefühl. Oder ein Dank. Oder irgendwas. Nein, ich bin hoch, bin hoch. Ja. Ja. Also Kuro gegen Ende liefert er immer richtig ab, ne? Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, schwitzige Griffe. Kuro hat auch schwitzige Griffe. Er sagt ja schwitzige Griffe. Ich weiß nicht genau, ich finde es wirkte zu souverän für schwitzige Griffe. Hm. Aber... Also wir haben einen Sieger des heutigen Turniers. Ja, aber haben wir schon damit gerechnet?
Damit gerechnet, wie meinst du das? Naja, ich habe schon ein bisschen gerechnet, dass Kuro sich das jetzt holen will. Wir haben damit gerechnet, das ist jetzt vielleicht das, nicht der spektakulärste Ausgang sozusagen. Wir haben am Anfang ihn als den Super Pro angekündigt, wobei auch Eddie sich durchaus ins Spiel gebracht hat für den Sieg. Nein, das stimmt ja nicht. Ich habe gesagt, auf dem echten Feld. Und hier. Und ich habe gesagt, hier werde ich auf jeden Fall Nico vernichten. Das hat auch nicht gestimmt. Aber ich möchte das nur noch mal sagen, dass der Kuro hier vorne liegt und auch Chiara, das habe ich auch gesagt. Wir möchten hier nicht falsch zitiert werden, bitteschön. Gut. Aber ja, wir haben auf jeden Fall vier sehr gute Spieler heute gesehen. Ich muss sagen, ja. ich bin beeindruckt von Skill und ich habe keine Ahnung, aber das sah gut aus, sah alles sehr schön geschmeidig aus. Ihr habt alle Knöpfe gedrückt, die man drücken kann. Ja, hast du Bock auf Basketball bekommen? Ich habe Bock auf Basketball bekommen tatsächlich. Also ja? Ich finde, das sieht, ich habe ein bisschen was gelernt, weil ich habe von jedem, der hier saß, tatsächlich so ein bisschen die Regeln erklärt bekommen. Und vielleicht kann ich das nächste Mal schon mitspielen. Nein, glaube ich nicht. Aber es ist ein sehr spannendes Spiel, weil es quasi nie so richtig klar ist. Ne? Beim Fußball sind drei Tore drin, da ist schon vielleicht manchmal nach 20 Minuten alles klar. Ja. Und hier bleibt es zum Ende spannend, finde ich cool. Wollen die Spieler noch was zu ihren Ehren sagen? Ja, herzlichen Glückwunsch, Kuro. Danke. Erfolgreich gezeigt, wie schön dieses Spiel auch sein kann, wenn man es kann. Wenn man auch weiß, ich glaube, NBA 2K ist gerade so ein Spiel, das enorm davon lebt, dass man sich viel damit beschäftigt, weil man merkt, die Arbeit, die man in das Spiel steckt, tatsächlich dann auch auf dem Feld. Und das ist das Schöne an diesem Spiel. Und man merkt es auch, es wäre ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn Kuro nicht heute dominiert hätte. Und es ist eigentlich eine Ode an NBA 2K, an die ganze Basketballreihe, dass Kuro hier so souverän gewonnen hat, oder? Ich finde, du hast am Ende auch einfach gemerkt, dass du in manchen Situationen mehr wusstest, was du machst und wie du die Features des Spiels einsetzt. Und das fehlt mir einfach. Da habe ich dann keine Chance. Na, ich musste mich aber auch öfters ziemlich zügeln und sagen so, okay, ich muss mich jetzt auf das konzentrieren, was funktioniert. Jetzt irgendwie nicht großartig ausrasten oder was irgendwie Komisches versuchen, sondern die Spieler einsetzen, von denen ich weiß, dass ich mit denen umgehen kann. Und dann hat das zum Glück halbwegs geklappt. Ja, es hat das irgendwie das Spannende. So, wenn du weißt, wenn du einen Matchplan hast, dann kannst du es halt durchziehen. Und ich meine, Halbzeit war es noch offen und am Ende habe ich keine Chance, weil du halt genau weißt, welche zwei Spieler du wie freispielen musst und machst die Punkte. Gut. Hauptsache, ich habe Eddie geschlagen. Okay, ja, dann war es das heute mit dem Turnier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Machen wir vielleicht nächstes Jahr wieder oder übernächstes, je nachdem. Ja, ich hätte Bock. Die anderen bestimmt auch. Genau, man hätte jetzt theoretisch ja auch eine Zeit, ein Jahr lang zu trainieren und halt unendlich gut zu werden. So, das erwarte ich jetzt auch von dir. Hm? Das erwarte ich jetzt auch von mir. Von mir, ach so. Na klar. Ja, nein. Ich spiele weiter Street Fighter und siege da. Da habe ich ja leider auch nicht gewonnen. Vielen Dank an alle Teilnehmer und das hat Spaß gemacht. Ich habe was gelernt, alle haben was gelernt. Und wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr wieder oder wer weiß. Ja. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.